Guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich für Ihr Interesse, über Ihr Interesse. Das Thema des Abends muss man, glaube ich, nicht mehr groß erläutern. Veranstaltung heißt im Untertitel Europa zwischen Angst und Säbelrasseln. Ich glaube, man kann das mit Blick auf das Podium, was Sie heute Abend erwarten, noch ergänzen. Zwischen Angst, Säbeln, Rassen und kritischer Selbstbefragung. Auch wenn das in der offiziellen Politik keine große Rolle spielt, während wir noch darüber diskutieren, ob wir uns in einem Krieg mit dem militanten Islamismus befinden, ob diese Kategorie angemessen ist, um diesen Konflikt zu beschreiben, oder ob sie vielleicht schon eine Falle ist, weil sie zu falschen Schlussfolgerungen verleitet, schafft die Politik doch in großer Geschwindigkeit schon Tatsachen und gibt auf ihre Weise Antworten auf diese Frage. Nicht nur in Frankreich, aber vor allem in Frankreich. Flugzeugträger, verstärkte Luftangriffe. Die Nationalversammlung hat gerade, ich glaube gestern, die Verlängerung dieses Mandats fast einstimmig beschlossen. Also in der politischen Klasse jedenfalls gibt es keinen großen Dissens über diesen Kurs. Auch was die Verhängung des Ausnahmezustands betrifft, der ja fast widerspruchsfrei über die Bühne ging. Und ich habe heute wenig Gelegenheit gehabt, die Nachrichten zu verfolgen, habe aber immerhin mitbekommen, dass die Bundesregierung wohl heute beschlossen hat, eine Fregatte ins Mittelmeer zu schicken und eine kleine Tornado-Staffel, die dort zur Luftaufklärung eingesetzt werden soll. Ob das mehr ist als eine symbolische Geste deutsch-französischer Solidarität und was das möglicherweise für Dynamiken auslöst, werden wir heute Abend auch diskutieren. Ich denke, es wird zwei große Themenkreise in dieser Debatte geben. Die eine, die sich noch einmal mit den Ursachen des Dschihadismus beschäftigt und mit der Frage, was ist eigentlich die angemessene Politik, um ihn zu bekämpfen und um ihm möglichst den Boden zu entziehen. Mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten, wo er ja offensichtlich, wenn ich seinen Ausgangspunkt, dann zumindest seinen Schwerpunkt hat und wo es auch die meisten Opfer gibt. Und die zweite Frage und Diskussionsrunde sollte sich dann eher mit unserer Gesellschafts- und Innenpolitik beschäftigen und mit der Frage, wie viel an zusätzlicher Überwachung, wie viel an Einschränkungen an Bürgerrechten sind wir eigentlich bereit zu akzeptieren und welche Sicherheitsgewinne verspricht man sich davon oder auch nicht. Und bevor ich die Teilnehmerinnen an unserer heutigen Diskussion hier vorstelle, würde ich gerne unserem Kooperationspartner für diesen Abend, dem Centre Marc Bloch, gerne die Gelegenheit geben, Sie kurz zu begrüßen, und zwar in Person von Sébastien Vanier, dem Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Centre Marc Bloch. Sébastien, bitte sehr. Dankeschön und schönen Abend. Vielen Dank auch für die Einladung und vielen Dank für die Organisation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und insbesondere mit Christine Pütz, mit der wir diese Veranstaltung auch mitorganisiert haben. Das Centre Marc Bloch, für die, die es noch nicht kennen, ist ein deutsch-französisches Forschungszentrum hier in der Friedrichstraße in Berlin für Soziale und Geisteswissenschaften. Und natürlich als deutsch-französisches Forschungszentrum haben
jede Forscher und Forscherinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns, immer Kollegen, Freunde, Familie, sogar in Paris. Und diese Anschläge am 13. November haben uns auch natürlich ganz persönlich getroffen. Und wie viele von Ihnen natürlich waren wir an dem Abend erstmal fassungslos, während dieses Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich, als die ersten Informationen dann kamen, fassungslos und natürlich besorgt für unsere Bekannten, Freunde oder Verwandten vor Ort. Für uns am Centre Marc Bloch haben wir auch schnell überlegt, wie wir reagieren können. Und deswegen haben wir entschieden, am letzten Dienstag eine Veranstaltung zu organisieren, einen literarischen Abend, wo französische, deutsche und palästinische Autoren dann als Reaktion auf diese Anschläge dann Texten gelesen haben. Und wir freuen uns dann, heute Abend wir dann versuchen, eine politische Analyse, wir werden jetzt versuchen, diese politische Analyse zu machen. Und ich freue mich, dass wir dann bei dieser Podiumdiskussion dann unsere Forscherin, Teresa Coloma-Beck, haben, also Forscherin am Centre, Soziologin und Leiterin der Nachwuchsgruppe Urbane Gewalträume. Und diese Gruppe ist im Rahmen des Forschungsprojekts Saisir l'Europe und mit dem deutschen Namen Europa als Herausforderung. Und ihr Spezialgebiet, das werden Sie natürlich schnell hören, ist dann die Globalisierung der Gewalt, was natürlich ein Thema, das sehr gut zu diesem Abend passt, weil so sehr wir von den Anschlägen in Paris natürlich betroffen sind, es ist auch klar, dass die Gewalt nicht nur in Paris, nicht nur in Europa stattfindet, sondern auf der ganzen Welt. Ich nutze dann die Gelegenheit, um anzukündigen, dass wir auch nächste Woche eine Veranstaltung organisieren oder eine Podiumsdiskussion zum Thema die flüssigen Grenzen von Europa mit dem Untertitel Flucht, Migration und Tod am Mittelmeer, also auch ein sehr aktuelles Thema. So, vielen Dank nochmal und ich wünsche uns und Ihnen eine spannende Diskussion. Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt gerne unsere Diskutantinnen und Diskutanten auf das Podium bitten. Ich stelle sie dann vor, wenn sie schon zu sehen sind. Teresa Coloma-Beck muss ich jetzt nicht mehr vorstellen. Das hat ihr Kollege schon getan. Ganz herzlich willkommen. Zu ihrer Seite Ulrike Garou, auch keine Unbekannte hier in der Stiftung, war schon häufig auf Veranstaltungen hier zu sehen und zu hören. Jeder, der sich in Berlin für europapolitische Debatten interessiert, wird sie kennen. Sie ist zurzeit Direktorin des European Democracy Lab an der European School of Governance, hat zuvor das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations geleitet und ist als Publizistin Teil der politischen Öffentlichkeit in der Bundesrepublik und darüber hinaus. Herzlich willkommen, Ulrike. Bernd Ulrich, von seiner Ausbildung her Diplompolitologe, inzwischen nach einem langen journalistischen Weg stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Politikressorts der Zeit, also eine der einflussreichsten journalistischen Stimmen in dieser Republik. War auch mal politisch aktiv,
in der Friedensbewegung der 80er Jahre und dann auch innerhalb der Grünen, ich weiß gar nicht, ob du je Mitglied gewesen bist, da gibt es jedenfalls eine gewisse gemeinsame Wegstrecke. Und ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Herzlich willkommen. Dann habe ich das Vergnügen, eine Kollegin vorzustellen, Bente Scheller. Auch sie promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie leitet das Büro für den Mittleren Nahen Osten der Böll-Stiftung in Beirut mit vielen Bezügen auch nach Syrien. Sie war zuvor Leiterin unseres Büros in Afghanistan, also eine sehr mutige Frau und gleichzeitig eine sehr kluge Analytikerin und Publizistin, die auch in den letzten Monaten immer wieder zu sehen und zu hören war, wenn es darum ging, besser zu verstehen, was eigentlich in der Region passiert und was mögliche Handlungsoptionen für die Bundesrepublik und Europa sind. Herzlich willkommen, Bente. Und last not least, jemand, der jetzt nicht leibhaftig hier auf dem Podium ist, sondern uns von Paris aus zugeschaltet ist, unser neuer Büroleiter in Paris. Wir eröffnen gerade in diesen Wochen endlich ein Büro in Frankreich. Und Jens Althoff ist der Direktor dieses Büros. Zuvor arbeitete er im Europäischen Parlament und lange Jahre als Pressesprecher für Bündnis 90 Die Grünen. Und Jens, wenn ich das sagen darf, kaum in Paris hat diese Anschläge hautnah miterlebt. Ich wollte mit ihm beginnen und ihn bitten, uns zu schildern den aktuellen Stand der politischen Debatte in Frankreich, der politischen intellektuellen Debatte, aber auch wissen, was eigentlich das bedeutet, Ausnahmezustand. Und wie wir heute gehört haben, sogar Einschränkungen der Europäischen Deklaration der Menschenrechte, ausgerechnet in Frankreich, dem Mutterland der Menschenrechte, uns also ein aktuelles Bild zu geben über die politische und gesellschaftliche Entwicklung dort. Jens, bitte sehr. Ja. Guten Abend. Paris nach Berlin. Wenn man mal zwei Wochen zurückdenkt, war hier Paris. Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon gehen? Das ist irgendwie schlecht zu verstehen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Bring noch lauter. Also, so, wenn man zwei Wochen zurückdenkt, hier in Paris war alles sehr stark ausgerichtet auf die Klimakonferenz, die beginnt am Montag. Auch die französische Regierung, das war ja ein ganz großes Projekt der französischen Regierung, hat sich in erster Linie darum gekümmert. Verständlicherweise und wenig erstaunlich haben diese furchtbaren Anschläge vor zwei Wochen, etwas weniger als zwei Wochen, alles geändert. Und Frankreich ist immer noch komplett davon geprägt. Es ist sowohl so, dass es zwar sehr viele natürlich auch sehr mutige und trotzige Reaktionen gibt, gerade hier in Paris, wo man sagt, wir gehen wieder in die Bars, wir gehen in die Cafés, wir wollen unser Leben weiterführen. Viele, die fordern, dass man diese Konzerthalle Bataclan sehr schnell wieder eröffnen sollte, um da auch mit einem Konzert wieder ein Zeichen zu setzen. Aber man spürt doch sehr deutlich, und das zeigen auch Umfragen, wie gedrückt doch die Stimmung ist. Die Frage Angst vor dem Terrorismus ist mittlerweile auch die wichtigste Frage, hat sich weit geschoben vor die Frage, die hier ja lange immer sehr viel beschäftigt hat, der Arbeitslosigkeit, der schwierigen Wirtschaftssituation in Frankreich. Und in dieser Situation ist sowohl in den Medien als auch in der Stimmung sehr stark der Eindruck, tatsächlich man ist im Krieg.
Das war es auch vor allem in den ersten Tagen. Die Medien hier und die Debatte ist sehr voll, vor allem von der Pendeldiplomatie von Hollande und seinem Versuch, eine große, möglichst breite Koalition zu schmieden im Kampf gegen den sogenannten IS. Und die Frage der Diskussion dann, wie wirkungsvoll dieser Kampf ist, ist ein Teil, insbesondere aber die Frage, inwieweit es Hollande jetzt gelingt oder nicht, so eine tatsächlich Koalition auch zustande zu bringen. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit auch für den Abschuss eines russischen Flugzeugs durch die Türkei, wo auch als Zeichen gedeutet wurde, dass es hier tatsächlich diese Bemühungen auch sehr einschränkt von Hollande. Er war ja am Dienstag bei Obama in Washington. Er hat sich gestern Abend getroffen mit Merkel. Heute Abend hat er sich getroffen. Wobei, wenn man gerade auch die deutsch-französischen Beziehungen anschaut und sich erinnert, wie es war nach den Anschlägen von Charlie Hebdo, war es diesmal eher kühl, das Treffen danach. Also so hier zumindest der Eindruck, dass was bisher Deutschland dort bereit war zu tun oder was Deutschland für Signale gesendet hat Richtung Frankreich, dass es in keiner Weise ausreichend wäre. Hollande war auch sehr, sehr deutlich gestern. Er hat gesagt in die Richtung, es reicht nicht Mitgefühl, was es jetzt braucht, ist Aktion. Und ansonsten ist hier die innenpolitische Debatte in Frankreich sehr stark davon geprägt, dass hier sehr bald schon am 6. Dezember der erste Durchgang ist der Regionalwahlen und am 13. Dezember der zweite Durchgang, was sehr, sehr wichtige Wahlen sind, die wichtigsten vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2017. Und entsprechend im Unterschied zur Zeit nach den Anschlägen von Charlie Hebdo hat hier direkt nach den Anschlägen eine sehr harte und erbitterte innenpolitische Debatte auch begonnen, um die Frage, ob die Sicherheitspolitik zu lax gewesen sei, der Regierung, welche Maßnahmen man noch vornehmen könnte. Und das ist natürlich auch genau ein Feld, wo versucht jetzt auch der Front National sehr noch mit seinem Populismus möglichst auch noch Punkte zu machen vor den Wahlen. Ja, vielleicht so viel erstmal als einen kurzen ersten Eindruck. Kannst du bitte nochmal kurz sagen, schildern, der Begriff hört sich gewaltig an, Ausnahmezustand. Was bedeutet das politisch praktisch? Was bedeutet das? Der Ausnahmezustand ist sehr weitgehend. Es auch muss man ja sagen, es wird tatsächlich diese Maßnahmen wie der Ausnahmezustand auch weitere geplante Einschränkungen von Rechten werden vielleicht vorab sehr breit geteilt. Darauf hattest du ja schon kurz hingewiesen. Auch der Ausnahmezustand wurde mit großer Mehrheit verlängert um 3 Monate. Was bedeutet der Ausnahmezustand? Er heißt, dass eigentlich ein weiter Teil bürgerlicher Rechte außer Kraft gesetzt sind. Das bedeutet, Hausdurchsuchungen können vorgenommen werden mit einer einfachen Einweisung der Präfekten, der Regierungsvertreter vor Ort. Es können Versammlungen jederzeit verboten werden. Es können Hausarreste verhängt werden gegen Personen. Das ist wirklich sehr weitgehend. Es gibt auch erste, aber nur vereinzelte kritische Berichte, wie die Polizei sehr rabiat da zum Teil dann vorgeht und das tatsächlich auch im vollen Umfang nutzt. Es sind dadurch jetzt schon mehrere hunderte Durchsuchungen auch durchgeführt worden. Aber auch diese Maßnahmen bisher werden insgesamt sowohl in Umfragen als auch, was die Debatte und die Diskussion angeht, zwar in Teilen auch durchaus auch kritisch diskutiert, aber im Großen tatsächlich geteilt. Das heißt aber ganz konkret zum Beispiel auch, dass auch die große geplante Demonstration vor dem Beginn des Klimagipfels jetzt am Sonntag überall hier in den Metrostationen hängen noch große Plakate, die dazu auffordern zu dieser Demonstration, dass diese Demonstration auch aus Sicherheitsgründen verboten worden ist, wobei jetzt die Plakate überklebt worden sind und die Organisatoren da auffordern, dass möglichst viele Menschen ihre Schuhe abgeben sollen. Und sie wollen dann die Place de la République und die angrenzenden Straßen, wo die Demonstration geplant war, mit Schuhen bedecken und fordern dazu auf, dass die Schuhe statt der Personen für sie dann dort demonstrieren sollen und ein Zeichen setzen sollen. Aber das ist natürlich auch fast ein Akt der Verzweiflung in Reaktion auf diese Situation. Vielleicht noch eine letzte Frage für diese einführende Runde.
Welche Ziele verbindet denn die französische Regierung jetzt mit der verstärkten militärischen Intervention in Syrien? Was sind die erklärten Ziele? Also gibt es eine erkennbare Strategie? Gibt es politische Vorstellung davon, wie es dann in Syrien weitergehen soll? Oder würdest du das eher als Aktionismus interpretieren, um überhaupt irgendetwas zu tun in einer Situation, in der die große Mehrheit der Bevölkerung von der Regierung verlangt, dass sie handelt? Das war eine sehr logische Folge der Feststellung von Hollande, Frankreich sei im Krieg, würde sich im Krieg befinden, gegen den sogenannten IS, und daraus folgt dann als Ziel, wir sind im Krieg gegen den IS, vielleicht am Rande rein verfassungsrechtlich befindet sich Frankreich nicht im Krieg, weil das könnte nur das Parlament, die Assemblée Nationale feststellen und der Präsident müsste sie darum bitten, das hat er bisher nicht getan, aber das ist hier in der Debatte auch wirklich nur eine Fußnote, wo nur einige Verfassungsrechtler darauf verweisen, aber Frankreich befindet sich laut Regierung, und nicht nur von ihr, sondern auch von vielen geteilt, im Krieg. Und von daher gilt es, so erstmal das Ziel, den IS im Krieg zu bekämpfen. Das war erstmal das erste gesetzte Ziel. Jetzt, das ist genau der Punkt, jetzt beginnt die Diskussion, was heißt das eigentlich, wie wirkungsvoll ist das eigentlich und insbesondere jetzt natürlich noch mehr angesichts auch der ganzen Situation in der Region, im Abschuss eines russischen Flugzeugs und andere Ereignisse immer mehr die Frage, wie denn überhaupt eine Form und auch eine politische Strategie aussehen könnte, um dort tatsächlich wirkungsvoll etwas gegen den IS zu tun. Allerdings muss man auch sagen, beginnt jetzt hier auch stärker wieder der Blick, was am Anfang gar nicht so war, aber in den letzten Tagen geht jetzt auch die Diskussion, beginnt wieder stärker um die Frage zum Beispiel auch der entsprechenden Probleme im Inland in Frankreich, also auch die Frage der Radikalisierung von Jugendlichen im eigenen Land und wie man damit eigentlich auch umgehen könnte. Vielen Dank fürs Erste. Bleib bitte auf Sendung. Wir müssen mal gucken, ob es noch mal eine Gelegenheit gibt, dich einzuschalten. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit dem spiegelbildlichen Bericht von Bente Scheller. Es hat ja ein paar Tage vor diesen Attentaten in Paris auch einen blutigen Anschlag in Beirut gegeben. Wie werden diese Ereignisse in Europa jetzt im Libanon, in der arabischen Welt diskutiert, kommentiert? Wie werden sie in Beziehung gesetzt zu der Gewalt in der Region selbst? Und wie beurteilst du die bisherigen Aktionen und Reaktionen der europäischen Politik? Ja, es gab ja wirklich direkt vorher in Beirut einen Anschlag und das war der größte Anschlag eigentlich seit Ende des Bürgerkriegs, also für Beiruter Verhältnisse, obwohl man dort, glaube ich, viel gewohnt ist, auch aus den letzten Jahren an Gewalt, war das schon ein Anschlag, der im Libanon sehr viel Beachtung gefunden hat und wo dann einige Tage später auch viele geknickt waren. International gingen alle Reaktionen natürlich eher Richtung Paris, da gab es sehr viel Beileidsbekundungen, eine Schockstarre im Prinzip, der Europa erfasste, wo dann natürlich viele gefragt haben, und wo wart ihr, als es uns hier an den Kragen ging. Wobei man eben auch sagen muss, im Libanon spürt man eine große Verbundenheit mit Paris. Also da war für viele eben auch das, was in Paris geschah, auf eine andere Art und Weise schlimmer. Der Beiruter Anschlag war einfach sehr nah dran an denjenigen, die dort lebten. Aber mit Paris ist es dort eben auch so das Symbol der Kultur, das Symbol einer Kultur, mit der man sehr gerne verbunden ist. Und deswegen war das etwas, was sehr stark auch als ein Schlag gegen die eigene Identität empfunden wurde. So bizarr es vielleicht von dieser Perspektive, von der europäischen Perspektive aus klingen mag. Aber noch sehr viel spannender fand ich eigentlich, dass sehr viele Menschen in Syrien in einer Situation leben, die von ähnlicher Gewalt auch geprägt ist, die sich eben nicht unbedingt in dieser Form ausdrückt, aber dass selbst
von dort auch Solidaritätsbekundungen kamen. Also das Beeindruckendste vielleicht aus dem Umland von Damaskus, aus Duma, einem Landesteil, der seit Jahren belagert ist, der ausgehungert wird und der besonders hart eben auch von Luftangriffen getroffen worden ist. Und da war eine sehr aktive Aktivistengruppe dabei, eben auch von dort aus per Internet das Signal zu senden: Wir haben das wahrgenommen, was euch passiert ist, und wir verstehen euer Leid und wir wünschen, es wäre nicht passiert. Also das finde ich schon noch ganz erstaunlich, wie viel aus der Region und gerade von Orten, die sehr stark eigene Gewalterfahrung haben, das dann auch aufgegriffen wird als ein verbindendes Element, dass man da eben nicht sagt, siehst du, jetzt habt ihr das mal zu spüren bekommen, was wir jeden Tag erleiden, sondern das ist eine wirklich sehr authentisch zum Ausdruck gebrachte Kondolenz ist. Was natürlich der zweite Schritt des Denkens und des Fürchtens dort ist, ist, was Europa an Reaktionen in Richtung der Region oder Bewohner der Region haben könnte. Und da ist eben die Angst auch gewesen. Also Jens Althoff hat es gerade gesagt, hier war so ein Gedanke, was es braucht, ist Aktion. Das ist eher vielleicht das, wovor man sich in der Region fürchtet. Und zwar Aktion, die hier erfolgt, hier gedacht und erdacht wird, die gemacht ist, um ein Zeichen an die Bevölkerung in Europa zu senden. Ein starkes Zeichen, dass man sich verteidigt, dass man gegen den Terrorismus vorgeht, der aber auf Kosten von Zivilisten geht, entweder auf Kosten von Flüchtlingen, indem eine restriktivere Flüchtlingspolitik eingeleitet wird, oder dass es eben nicht nur strategisch gezielte Luftschläge gibt, sondern Luftschläge, die auch dort wiederum Zivilisten eher treffen. Das hat sich so bislang ja nicht gezeigt. Das ist wiederum etwas sehr Gutes, aber natürlich ist auch nachvollziehbar, dass man dort in erster Linie daran denkt, wie wird Europa jetzt auf uns als Gesamtheit, auf Menschen aus dieser Region reagieren, und dass man da eben genau eine Einschränkung der positiven Verbindungen fürchtet. Vielen Dank. Dann steigen wir jetzt mal in die politische Debatte ein. Immer auch mit dem Versuch, wir sind ja in der Böll-Stiftung, nicht auf einem Parteitag, aber genauer zu verstehen die Natur dieses Konflikts und die möglichen Handlungsoptionen. Und zwar nicht nur dort, sondern auch hier, weil dieses dort und hier lässt sich eigentlich gar nicht mehr voneinander trennen. Bernd Ulrich hat, ich denke, viele von Ihnen haben das wahrgenommen, in der letzten Ausgabe der Zeit, also nicht in der aktuellen, einen viel diskutierten Artikel veröffentlicht, das Ende der Arroganz, in dem er eine Umkehr der westlichen Politik gegenüber der arabisch-islamischen Welt, wenn man diesen pauschalen Begriff überhaupt verwenden kann, die ist ja alles andere als homogen, fordert. Sozusagen, er macht ein Sündenregister auf des Westens. Tatsächlich geht es im Wesentlichen um die USA. Das beginnt mit dem Sturz Mossadeghs im Iran. Und geht sagen, weiter über die ganze Kette, die wir sagen alle kennen, Afghanistan, den erste und zweite Irakkrieg, Libyen, gut, das geht ein bisschen mehr auf das Konto der sagen Europäer. Wenn man ein bisschen überspitzt sagen würde, eigentlich ist der Westen schuld, sagen an der Misere der arabischen Gesellschaften, die den Boden dafür geschaffen hat, für diese sagen, Radikalisierung islamistischer Bewegungen bis sagen, in ihre terroristischen Formationen sagen, hinein. Und was du forderst, ist, glaube ich, ziemlich wörtlich, eine Versöhnung zwischen dem Westen und den Muslimen. Das sind dann immer sehr große Kategorien. Und wenn es um Handlungsmöglichkeiten geht, dann siehst du in dieser Massenflucht
von Menschen aus dem arabischen Raum nach Europa eine Chance für einen Neuanfang. Eine Chance, ein menschliches Gesicht zu zeigen und auf diese Weise auch ein Umdenken hier und dort zu befördern. Also weg von der Eskalation von Gewalt, Zivilität, Mitgefühl, besseres Verständnis füreinander. Was dann die politischen Schlussfolgerungen daraus sind, bleibt am Ende des Artikels etwas vage. Vielleicht kannst du dich dazu noch mal etwas genauer äußern. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eitel, aber ich habe doch das Gefühl, dass ich meine Gedanken noch besser ausdrücken kann als du. Aber ich will vielleicht vorab was sagen, wegen Paris. Also ich habe wirklich großen Respekt davor, vor dem, wie die Franzosen sich jetzt fühlen. Ich verstehe, glaube ich, die dunkle Magie dieses Moments. Ich verstehe die Dämonie. Ich verstehe auch und respektiere auch, dass die Franzosen Stärke zeigen wollen im Moment, auch militärische. Ich verstehe diesen Impuls und respektiere das. Ich respektiere auch, dass die Bundesregierung beschlossen hat, symbolisch an diesem militärischen Geste teilzunehmen. Im anderen Falle wäre das deutsch-französische Verhältnis, was unter der Decke ohnehin hochgradig angespannt ist, weil die Franzosen uns ja mit den Flüchtlingen komplett allein lassen, dass sie dieses nicht hochkommen lassen wollten und deswegen eine symbolische Beteiligung beschlossen haben. Das will ich vorweg sagen. Ich bin kein Pazifist. Ich kann mir vorstellen, dass eine Strategie auf den Mittleren Osten bezogen auch militärische Dinge einschließen kann. Damit ist aber auch mein Verständnis für das, was jetzt geschieht, zu Ende. Man muss sich ja nur die Koalition angucken, die da jetzt zusammenkommt. Da sind zwei, also um gegen den islamischen Staat IS zu kämpfen. Das sind zwei islamische Staaten, Iran und Saudi-Arabien. Das sind die Amerikaner, die Briten und die Franzosen und die Deutschen, die im Mittleren Osten in den letzten Jahren, sagen wir mal vorsichtig, sehr, sehr viel falsch gemacht haben. Das sind zwei Autokratien, Türkei und Russland. Und alle haben extrem unterschiedliche Interessen. Das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass daraus was sehr Gutes erwächst, ist nicht furchtbar hoch. Und ich würde gerne den Franzosen auch militärisch helfen wollen, wenn sie mal sagen würden, was denn der Plan ist. Und was Ralf gesagt hat, ich habe in meinem Artikel nicht ein Sündenregister des Westens aufgemacht. Ich rede heute nicht über Moral, sondern nur über Politik und Analyse. Und ich habe versucht darzulegen, dass die sogenannte Realpolitik in allen irischen Schattierungen des Westens eine Ideologie geworden ist, aus verschiedenen Gründen. Ich will das jetzt nicht zu lang erläutern. Und eine gefährliche Ideologie. Und dass das, was wir mit dem Mittleren Osten gemacht haben, ein Pilotspiel war, wo man immer höhere Einsätze bringen musste und immer mehr Chaos angerichtet hat. Und das ist auf einem Höhepunkt angekommen. Und jetzt versucht man mit weniger Mitteleinsatz als bei den letzten Kriegen nochmal so eine Runde zu drehen, ist meine Befürchtung. Und deswegen hoffe ich, dass so schrecklich das Pariser Ereignis war, dass das nicht das historische Ereignis dieses Jahres gewesen sein wird. Das kann es nämlich nur, wenn der Westen mit dieser merkwürdigen Allianz zusammen sehr, sehr viel falsch macht. Nur dann kann es das historische Ereignis des Jahres 2015 werden. Geschichte gemacht haben die Flüchtlinge. Das ist das historische, das weltbewegende Ereignis, auch wenn das nicht alle wahrhaben wollen. Die Amerikaner wollen es nicht wahrhaben, die Franzosen großenteils wollen es auch nicht wahrhaben. Warum ist es das historische Ereignis dieser Jahre oder dieses Jahres? Weil völlig unabhängig davon, wie Europa sich verhält, der Mittlere Osten wurde dadurch
unwiderruflich in eine neue Nachbarschaftlichkeit zu uns gesetzt. Selbst wenn wir jetzt beschließen wollten heute, dass wir alle Grenzen zumachen, was physisch nicht geht, aber nur mal theoretisch, auch dann würden wir jeden Tag die Toten im Meer sehen. Wir würden es nicht aushalten. Auch dann sind wir in eine neue Nachbarschaftlichkeit gesetzt. Ich hoffe, dass es nicht dieser Weg sein wird. So, deswegen haben wir jetzt eine völlig andere Perspektive auf den Mittleren Osten. Das ist keine moralische Frage, sondern es ist reine Interessenpolitik. Anders als in den Jahrzehnten davor, wo wir und vor allem auch die Amerikaner nur zwei oder drei Interessen am Mittleren Osten hatten. Nämlich Öl muss rauskommen, Terrorismus soll nicht rauskommen und Israel soll nicht bedroht werden. Letzteres Ziel teile ich nach wie vor, alle die beiden anderen Ziele sind sehr reduziert. Wir hatten kein objektives Interesse daran, dass es den Menschen in dieser Region einigermaßen gut geht. Das war bestenfalls eine Dreingabe von bestimmten Politiken, wenn es uns passte. So, und jetzt, dadurch, dass es Flüchtlinge gibt in dieser Zahl, dass auf einmal dieses Muster entstanden ist in den Menschen, wir wollen dieses Leben in dieser Region nicht mehr ertragen. Wir rebellieren in der Arabellion, wir gehen in den Wahnsinn des Terrorismus oder wir kommen zu euch. Aber wir machen es nicht mehr mit und das ist nicht mehr zu ändern. Und das ist unsere große Chance, dass wir jetzt aus der Nähe mit dem Mittleren Osten zu tun haben, dass wir ein Interesse daran haben, dass es denen gut geht, weil sonst kommen sie, wir haben nur drei Varianten. Wir machen sehr, sehr hohe Zäune und dann zahlen wir einen immens hohen moralischen Preis, den wir nicht aushalten. Oder sie kommen hierher und dann teilen wir oder wir helfen, dass es da unten besser wird. Aber das, die Nachbarschaftlichkeit selber ist nicht mehr zu revidieren. Und das ist das Zentrum, muss das Zentrum der Politik sein. Und eine kriegerische Maßnahme müssen natürlich auf ihre Effizienz gegen den IS überprüft werden. Aber vor allem müssen sie daraufhin überprüft werden, ob sie diesem historischen Versöhnungsprozess, dieser Möglichkeit, dass auf einmal diese Menschen in unserem Interesse sind, ob es dem nützt oder schadet. Danach muss jede einzelne Maßnahme angeguckt werden. Und ich fürchte, im Moment, wenn wir jetzt in Raqqa wieder bomben, dann hoffe ich, dass es wirklich nur leere Gebäude sind, die sinnlos bebombt werden und nicht auch noch Menschen. Weil wir müssen das immer gucken, was passiert eigentlich, wenn wir da unten was machen, nicht nur mit den Menschen da unten, sondern mit den Menschen, die jetzt alle hier sind, mit den Arabern. Wie fühlen die sich dann? Wie wahrscheinlich ist das, dass sie das plausibel finden, was wir machen, dass sie das ertragen können? Das sind Menschen, die von da unten geflohen sind und die haben ein schlechtes Gewissen, dass sie ihre Freunde und Verwandten da unten noch haben. Und wenn die dann da noch angegriffen werden von uns, da können wir aber ganz schön viel Terrorprävention hier machen, wenn das so läuft. Vielen Dank. Frau Kolomabek, Sie haben sich mit, wurde schon so angekündigt, Globalisierung von Gewalt, sagen befasst. Was ist denn Ihre Lesart von dieser Explosion der Gewalt, die wir gegenwärtig im Nahen und Mittleren Osten erleben? Was sind für Sie strukturelle Ursachen und was haben wir damit zu tun? Ja, ist das an? Ja, das ist an. Also ich bin keine Spezialistin für die Region des Nahen Ostens, aber der erste Einwand würde sich schon auf die Formulierung von der Explosion der Gewalt beziehen. Denn das ist, diese Region, wie viele andere Regionen, haben eine lange Geschichte und jeder Experte für diese Region wird diese Geschichte erzählen als eine Geschichte, die der Kontinuität, also sozusagen einer Entwicklung, die vielleicht nicht unbedingt auf dieses Ziel zulaufen musste, aber eine Entwicklung, die keinesfalls so überraschend ist, wie sich das beim sozusagen kursorischen Zeitungslesen und Fernsehenschauen vielleicht so darstellt. Dass der Krieg sozusagen immer als Spektakel erscheint, ist ein Luxus, den sich das Europa, Westeuropa leisten kann seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo man sich eigentlich in einer historisch, ja, vielleicht bisher einzigartigen Konstellation befindet, nämlich dass man tatsächlich es geschafft hat, 50 Jahre auf dem europäischen Kontinent keine Kriege zu haben. Das Problem ist, dass man sich inzwischen einbildet, dass das
die Normalität sei und sein müsste und dass man vergisst, dass auch die Geschichte Europas eine Geschichte der Kriege ist. Und jetzt meine ich überhaupt nicht nur den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, sondern die Staatsbildungsprozesse in Europa sind Geschichten der Formierung von Nationen in kriegerischen Auseinandersetzungen. Also insofern sind viele Prozesse, die wir beobachten heute beispielsweise im Nahen Osten, jetzt keineswegs so herausragend, spektakulär, ungewöhnlich, wie es vielleicht erscheint. Würden Sie diese Analogie historisch ziehen, dass wir es gegenwärtig im Mittleren Osten mit einem Prozess von Staatszerfall und Neubildung zu tun haben und dass das sagen, diese Gewalt freisetzt? Ich würde schon sind oft beharren, das ist natürlich kein neues Phänomen, aber sagen, die Dimension ist in den letzten Jahren schon nochmal eine andere geworden. Ja. Ja, also die Vokabel vom Staatszerfall ist ja eine Vokabel, die in den 90er Jahren populär wurde. Irgendwann hat Klaus Schlicht, ein Politikwissenschaftler von der Uni Bremen, einen Aufsatz geschrieben, der hieß, was kommt nach dem Staatszerfall? Und das Argument ist, dass sozusagen nach dem Staatszerfall kommt selbstverständlich die Staatsbildung. Die Welt ist in Staaten organisiert und der Staat bleibt der Referenzpunkt der Formierung von Gemeinwesen. Und ich glaube, dass was im Augenblick die Auseinandersetzung mit der Situation vor allen Dingen um den IS herum so schwierig macht, ist, dass man mit politischen Vorstellungen zu tun hat, die man nicht so richtig versteht und wo sich auch die Frage stellt, inwiefern die in den Begriffen von Staatlichkeit, die wir haben, europäische Staatlichkeit denn zu fassen sind. Also das ist sicherlich ein zentrales Problem, das man im Augenblick in der Analyse hat. Also es gab ja auch nach den Anschlägen in Paris diese Versuche, gerade auch sagen, von Friedensbewegten, die gesagt haben, wir müssen jetzt mit dem IS irgendwie verhandeln. Das Problem ist halt, wenn man verhandeln will, braucht man ein Gegenüber mit Zielen, die klar formuliert sind, die verhandelbar sind. Also verhandeln ist ein sehr voraussetzungsreicher Prozess und irgendwie scheinen dafür die Bedingungen in diesem Fall gar nicht gegeben zu sein. Das macht aber jetzt dieses ganze, sozusagen, was da passiert, nicht zu einer irrationalen Schlachterei, sondern es ist eigentlich vielmehr eine Aufforderung, die Rationalitäten, die dahinter stehen, zu verstehen. Könnte es sein, dass es Konflikte gibt, die nicht durch Kompromisse gelöst werden können? Das ist jetzt fast eine philosophische Frage. Ich würde sagen, die Alltagserfahrung sagt uns, es gibt Konflikte, die nicht durch Kompromisse gelöst werden können. Ich beziehe das mal auf den IS jetzt. Da würde ich mich eines Urteils in diesem Fall entziehen, weil ich mich dafür zu wenig auskenne. Aber wir wissen aus der Politik, dass der Kompromiss eine sehr avancierte Form ist, Konflikte beizulegen. Viele, viele politische Konflikte, die wir gesehen haben, dabei heißt jetzt das Gegenteil von Kompromiss ja nicht unbedingt Krieg. Also wir haben eine lange Geschichte des Kolonialismus, der nur in seinen Frühphasen und in seinen Spätphasen tatsächlich Krieg war. Ansonsten war das, was ein Konflikt hätte sein könnte, stillgestellt in ganz klaren Herrschaftsbeziehungen, die auf Dauer gestellt waren über verschiedene Mechanismen mit ökonomischer Ausbeutung, mit bestimmten Diskriminierungspraktiken und so weiter. Ich würde aber gerne, wenn ich jetzt sprechen darf, auf etwas eingehen, was wir gerade von Herrn Bayer gehört haben. Ich fand es interessant, dass Sie keinen Konflikt, sondern eine Opposition aufgemacht haben zwischen Politik und Moral. Das finde ich sehr interessant, weil es aus meiner Leserart eigentlich man die Frage sozusagen, vielleicht nicht der Moral, aber der Ethik aus diesen ganzen Dingen, die jetzt gerade hier auch in Europa passieren, gar nicht heraus lösen kann, weil so wie es mir scheint, Sie haben immer diesen schönen Begriff der Nachbarschaftlichkeit bemüht, den ich sehr treffend finde. Ich glaube, was gerade passiert ist, dass Europa sich in einem Nahverhältnis an den eigenen Werten plötzlich messen lassen muss. Also beim Kolonialismus konnte man noch so tun, als ginge man hinaus mit den europäischen Werten in der Welt. Und dann ist in Europa selber erst mal lange gar nicht so bekannt gewesen, wie man diese europäischen Werte eigentlich genau da in Afrika durchsetzen wollte. Aber diese Situation ist jetzt natürlich anders. Jetzt ist man praktisch in einem unmittelbaren Nahverhältnis, muss man zeigen, ja, wie ist das denn jetzt mit der Universalität der Menschenwürde? Wie ist das mit der Religionsfreiheit? Und sozusagen
das ist, also darin sehe ich die eigentliche Bewährungsprobe. Deswegen, das ist jetzt kein Aufruf, moralische Politik zu machen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Kern des Problems, den man durchaus auch so benennen sollte, mit dem man dann von mir aus auch sich realpolitisch auseinandersetzen kann. Vielen Dank. Ulrike Gero, was ist, sagen, deine Antwort auf die Herausforderung von Paris? Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist ja mal als Fragestellung. Ja, bitte. Darum geht es doch heute. Ja. Welche Antworten haben wir darauf? Ich würde mal versuchen, gerne komplementär zu sein. Also ich stimme erstmal Bernd Ulrich und auch Theresa voll zu. Dann braucht man das auch in verschiedenen Schattierungen nicht mehr auszuleuchten. Ich würde gerne nochmal auf Frankreich gucken wollen, weil es geht ja um Antworten. Und im Moment geht es ja auch um die Frage, welche Antworten versuchen die Franzosen zu geben und wie reagieren wir auf die französischen Antworten. Also ist ja, eigentlich sind wir ja auch jetzt in einem Setting, wo wir doch eher so eine Unstimmigkeit haben, ob wir diese französischen Antworten, die wir alle verstehen in der ersten emotionalen Reaktion, aber bei einem noch genaueren Nachdenken dann doch, Bernd Ulrich sagte es, natürlich auch so eine deutsch-französische Unstimmigkeit hier haben. Was heißt das denn jetzt eigentlich, was die Franzosen da machen? Und da würde ich gerne erstmal hingucken dürfen nochmal, welches Land ist da getroffen worden? Ja, also ich glaube, wir haben tatsächlich in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren als Deutsche jeglichen Blick auf Frankreich verloren, was da passiert. Uns holt mit einer absoluten Verspätung eine politische Situation in Frankreich ein, wo wir nicht hingeguckt haben und auch nicht hingucken wollten. Wo wir nicht hingucken wollten, dieser Tatbestand heißt Marine Le Pen, der konnte sich abzeichnen, jeder, der hingeguckt hat, konnte das sehen. Aber natürlich hat man es so nicht reinfassen können, weil eben Mehrheitswahlrecht, die haben keine Abgeordneten, also das ist so ein bisschen versteckt, ja, diese Metamorphose der Französischen Republik, die längst im Gange ist und wo man doch einfach nochmal sagen muss, dass Marine Le Pen in einigen Wahlkreisen, wenn man sich die französischen Karten anguckt, also oben im Norden, unten im Süden, längst CSU-Verhältnisse von Franz Josef Strauß hat. Ja. Das haben wir hier übersehen und auch übersehen wollen. Weil das natürlich eine sozusagen Implosion einer französischen Parteienlandschaft ist, die in Frankreich de facto zu einer Art politischem Staatsversagen längst geführt hat. Ja, und da ist ja auch niemand da, jetzt wenn wir einfach mal nach Namen gucken, Sarkozy, Juppé, Hollande, wo man das Gefühl hätte, dass da jetzt Steuerungskapazität im Raum ist. Ich mache diesen Vorspann, um zu sagen, wer ist denn Hollande? Hollande war jemand, der mit Verlaub vor diesen Attentaten abgeschmiert ist in jeder politischen Umfrage, im Wesentlichen ein Pudel von Frau Merkel war, mit dem europäischen Semester seine Schwierigkeiten hatte und dem jetzt, wenn wir mal hingucken, was ist denn jetzt die französische Reaktion, vielleicht keine andere bleibt, als zu sagen, ich muss jetzt was tun, das ist meine letzte Chance, hier mein politisches Überleben zu retten und da ich sozusagen ans europäische Semester nicht kann und diese, was auch immer, Sparpolitik nicht abstellen kann und die Reformen gehen zu langsam, so, ja. Das Zweite ist, dass natürlich diese Attentate für ihn vielleicht emotional die letzte Chance waren, in Frankreich, das ja politisch zerbricht, so eine Acte de Patrie eben herzustellen. Also einfach nochmal zu sagen, on est tous des Français, wir sind jetzt hier alle Patrioten und wir kriegen das jetzt in dieser Situation nochmal hin, wo das Land längst gebrochen ist, also gebrochen zwischen dem Volk und der Klassepolitik, gebrochen zwischen den ländlichen Regionen und der letzten Metropole, die irgendwie funktioniert, nämlich Großraum Paris, das nochmal hinzukriegen. Und ich glaube, das sind sehr emotionale Beweggründe in einem Land, das politisch längst implodiert ist und wo wir nicht hingeguckt haben. Ich gebe mal für die, die das interessiert, einfach mal 2 oder 3 Literaturhinweise, die ich wirklich interessant fand. Weil die, ich fand, ja in der deutschen Presse unterbeleuchtet waren, aber zum Beispiel interessanterweise in der amerikanischen Presse zirkulierten. Es gibt 2 Artikel, das eine ist von Adam Tooze, das ist ein amerikanischer Historiker von der Columbia Universität, das kann man jetzt nachlesen in der aktuellen Ausgabe der London Review of Books. Der schreibt im Grunde wir müssen das gar nicht teilen als Analyse, wir müssen da nicht mitgehen oder nicht, aber nur mal so wertfrei, der schreibt also grosso modo, sehr, sehr verkürzt hier gesagt,
im Grunde haben die Deutschen doch eine ziemlich große Verantwortung, Europa in die dritte große Depression geführt zu haben. Und das hat längst zu einer Bruchstelle in dem deutsch-französischen Verhältnis geführt. Und da müssen die Deutschen jetzt mal hingucken. Und das Gleiche schreibt ein Autor in Foreign Policy, auch in der letzten Ausgabe, der einen Artikel geschrieben hat, kann man nachlesen im Internet, France is at war, nicht mit dem IS, with Germany. So, das ist Gaga. Aber die Frage ist, ja, das kann. In der Tat. Warum wir darüber sprechen, ist, weil das die Dynamik ist, die hinter Frankreich steht, wenn die jetzt 42-7 machen. Ja? Das führt uns voll in ein deutsch-französisches Schieflagenverhältnis, weil wir werden natürlich, also erstmal, nur noch um das mal zu sagen, 42-7 ist der absolut falsche Artikel. Es gibt einen Artikel im Vertrag der Europäischen Union, Artikel 222, Solidaritätsklausel für Fälle im Terror. Mir ist überhaupt schleierhaft, wie die Franzosen auf 42-7 gekommen sind, auch in der Dynamik. Ich lese das nur mal kurz vor, Ralf, dann höre ich auch schon auf. Solidaritätsklausel des Artikels 222 allgemein. Meiner Vertrag der Europäischen Union. Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der von ihr und den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel. Da müssen wir uns doch schon fragen, warum wir jetzt eine im Prinzip hochbrisante Diskussion über eine Verteidigungsgemeinschaft im Rahmen von 42-7 führen, die wir im Grunde bin ich ja bei Ihnen, auch letztendlich nicht zusammenkriegen werden. Und was die politische Dynamik dahinter ist und warum die Franzosen nicht vorher mal einen Vertrag geguckt haben, um zu sagen, wir haben jetzt einen Artikel für Terroranschläge, Artikel 222, wir machen aber 42-7. Da muss doch eine Motivation dahinter stehen. Und das verstehe ich wirklich nicht. Und da würde ich sagen, als jemand, der absolut am deutsch-französischen Verhältnis hängt, so mit den Franzosen jetzt mitzulaufen, in der Dynamik, die in die falsche Richtung geht, aus all den Gründen, die hier schon gesagt wurden, das halte ich tatsächlich für problematisch. Vielen Dank. Bente, du hast dich ja jetzt über Jahre hinweg sehr intensiv mit der Entwicklung in Syrien und mit den verpassten Möglichkeiten auf diese Entwicklung vielleicht nochmal einen konstruktiven Einfluss zu nehmen, auseinandergesetzt. Was heißt es denn aus deiner Sicht, den IS zu bekämpfen? Würdest du sagen, das ist auch eine Sache der Europäer? Oder sagen wir, das ist eigentlich gar nicht unsere Angelegenheit. Das ist möglicherweise nur eine neue Form von Kolonialismus, sich da jetzt einzumischen, auch nur militärisch einzumischen. Und was heißt das im Hinblick auf die gesamte Konfliktdynamik Syriens, die ja jetzt reduziert wird auf den Kampf gegen den IS? Also wo würdest du sagen, liegt überhaupt der Ansatz einer politischen Strategie, die eine Chance hat, dieses Land zu befrieden und zu stabilisieren? Ich glaube, es ist schon kennzeichnend, dass eben diese Verschmälerung der Diskussion nur noch auf den Kampf gegen ISIS überhaupt möglich war. Also das ist ein Problem, ISIS ist definitiv ein Problem, mit dem Europa und der Westen sich auseinandersetzen müssen, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss, weil ISIS einem diese Debatte aufzwingt. Aber das heißt ja nicht, dass wir sie genauso führen müssen, wie ISIS sie sich auch wünscht. Und im Moment sehe ich die Tendenz genau dahingehend, dass wir in einer sehr raschen Reaktion darauf verfehlen, die richtige Antwort überhaupt zu suchen. Also es ist ja kein Phänomen, das erst frisch entstanden ist und völlig neu ist, sondern etwas, mit dem wir uns in verschiedenen Formen schon lange beschäftigt haben, aber trotzdem noch nicht darauf gekommen sind, wie wir dazu eine auch langhaltige und langatmige Politik betreiben. Also gerade jetzt diese Kluft aufzumachen und zu sagen, naja, jetzt müssen wir alle Kräfte erstmal darauf konzentrieren, dass wir in Syrien und im Irak ISIS bekämpfen. Und danach kommt alles andere. Also danach stellen wir uns die Frage, wie das jetzt mit Assad weitergehen soll. Denn diese Allianz, die jetzt im Raum steht, die es so noch nicht gibt, aber die eben genau die Akteure beinhalten würde, die Herr Ulrich aufgezählt hat, die völlig konträre Interessen jenseits des IS haben. Das ist natürlich eine Garantie dafür, dass es auch wieder schiefgehen wird. Also wir haben jetzt über ein Jahr Luftschläge gegen den IS. Das hat ihn sicherlich geschwächt. Das trifft ihn empfindlich. Die Auseinandersetzung
die dann auch mit Bodentruppen in Kobane geführt wurden. Das hat den IS auch sehr viel Kraft gekostet und dementsprechend sehen wir eine Schwächung in Teilen. Aber das heißt ja nicht, dass wir dieses Phänomens in irgendeiner Weise wirklich Herr geworden sind. Also das Gelände, was er kontrolliert, ist im Wesentlichen gleich groß, auch wenn es hier Verschiebungen nach hier oder dort gibt. Also wir sehen, Luftschläge sind nicht das Mittel der Wahl, wenn wir dieses Phänomen tatsächlich loswerden wollen. An Bodentruppen möchte niemand ran und gerade für diese fehlt auch weiterhin überhaupt eine strategische Debatte. Also wie hegen wir dieses Phänomen ein? Jetzt ist natürlich auch gerade unter dem Eindruck der Anschläge nochmal so die Idee aufgeflackert, dass man eine Koalition gründen müsse, die mit Assad auch im Bunde ist. Und das ist natürlich das schönste Geschenk, was ISIS widerfahren konnte. Es gibt eben auch deswegen durchaus sowohl in der Region als auch darüber hinaus genau auch diese Debatte, ist Frankreich getroffen worden, nicht nur, weil es erklärtermaßen einer der schärfsten Gegner von ISIS war, sondern gerade, weil Frankreich sich politisch auch sehr, sehr scharf gegen Assad positioniert hat. Denn bei vielen anderen Staaten könnte man sich fragen, was löst dort ein Anschlag aus, jenseits eben der Furcht im eigenen Lande, was löst denn der Außenpolitik aus? Bei Frankreich sieht man das jetzt eben sehr viel stärker diese Tendenz da ist, müssen wir wirklich so stark gegen Assad kämpfen? Können wir nicht vielleicht erstmal ISIS nehmen und das vielleicht mit Assad? Also da bewegt man nicht nur innenpolitisch ja etwas als ISIS, sondern da bewegt man außenpolitisch am Ende auch noch etwas. Und für den Islamischen Staat, wie er sich gerne nennt, gibt es eben keine größere Möglichkeit, Rekrutierung zu betreiben, als wenn man jetzt eine westliche Allianz mit Assad hat, wo man allen zeigen kann, seht ihr, das geht gegen uns, der Westen ist gegen die Sunniten in der Region, das ist es eben, was ISIS gerne predigt. Und wenn dann eben diese Erfahrung noch untermauert würde, dadurch, dass der Westen gemeinsam mit Assad diese Luftschläge, die Hauptfluchtursache für viele aus Syrien darstellen, betreibt, dann wäre natürlich genau das erreicht, was ISIS in die Hände spielt und was unser Interesse, ISIS zu bekämpfen, konterkariert. Also deswegen sehe ich das sehr kritisch, dass eben bislang alles, was eben im Kampf gegen ISIS passiert, sehr, sehr kurzfristig gedacht ist und nicht dazu führen wird, dass wir dieses Phänomen tatsächlich loswerden und dementsprechend erhöht sich die Sicherheitslage hier im Lande nicht, erhöht sich auch die Sicherheitslage der Leute in Syrien oder dem Irak durch unsere Form des Kampfes gegen ISIS, wie er bislang geführt wird, nicht. Bernd, Ulrich, ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zu einem Schlüsselsatz in deinem Text. Der ja antritt mit dem Anspruch, sagen, eine neue Realpolitik zu definieren. Nicht eine Realpolitik, die moralfrei ist, aber die sich nicht, also weder von ihren Werten überwältigen lässt, noch in Zynismus abkippt. Du schreibst dann irgendwo, wir sollten sowohl das Diktatoren stürzen, sein lassen, das hat zu nichts Gutem geführt, aber auch das Stabilisieren von Diktaturen sein lassen. Was ist denn dann das Dritte? Ja, ich habe versucht, es ist ein bisschen blöd, dass ich den Artikel jetzt nachzähle, aber der Wolfgang Schäuble hat mich auf eine Idee gebracht gehabt und zwar haben wir auch gestritten bei Flüchtlingen und so und da hat er ein Zugeständnis gemacht und das war, was er gesagt hat, am erfolgreichsten waren wir, also die CDU in der Bundesregierung in der innerdeutschen Politik in den 80er Jahren. Und zwar deswegen, weil da sind 6 Millionen DDR-Besucher pro, 6 Millionen Besuche pro Jahr gab es aus der DDR und umgekehrt. Und er sagte, die wussten, dass es sie destabilisiert und wir wussten, dass es sie destabilisiert. Auf eine sozusagen nicht-interventionistische Art. Und ein bisschen stelle ich mir das also als ein Element zukünftiger Politik vor, wenn wir die Millionen, die da jetzt kommen, einigermaßen gut behandeln hier, dann, wenn sie Erfahrungen machen mit der Demokratie, die positiv sind und mit den Ungläubigen, also uns, und das werden sie ja kommunizieren. Das werden sie kommunizieren auf den sozialen Netzen und so weiter.
und das wird ein anderes Bild erzeugen. Und das ist unsere, ich sage nicht, dass das hinreichend ist, aber ohne dass wir überhaupt als Westen oder als Europa als ein gutwilliger Akteur wahrgenommen werden, werden auch gute Taten keine positiven Effekte in der Region haben. Es muss insgesamt ein anderer Eindruck erweckt werden, nicht durch Show, sondern durch wirkliches Handeln. Und das fürchte ich, also das ist noch nicht sozusagen begriffen, das ist auch alles noch zu schnell. Ich habe es ja für mich auch erst sozusagen vor kurzem begriffen. Aber dieser Weg muss freigemacht werden und darf nicht wieder zugebombt werden. Und wenn ich dann, warum sage ich nicht Moral? Ja, das, natürlich können wir über Moral reden. Und Sie haben völlig recht. Ich bin ja Christ und es ist für mich abenteuerlich und eine unglaubliche Herausforderung, dass jetzt auf einmal die Probe politisch, die Probe auf mein Christentum gemacht wird oder auf unser Christentum. Weil es war doch, also wir haben doch hier gelebt und wussten immer, eigentlich ist es ein Megaskandal, wie wir hier leben und die da unten. Das haben wir natürlich ablassmäßig an Entwicklungshilfe und manche haben es auch zu ihrem Lebensthema gemacht, was ich sehr respektiere und karitativ und so weiter. Aber mehr war es doch nicht. Und jetzt, sonntags haben wir dann in der Kirche gelernt, ja, die wunderbare Brotvermehrung, tolle Geschichte für die Kinder auch im Kindergarten, die können dann eine Banane teilen und so. Nee, das ist aber der Kern von allem. Das ist der Kern. Ist Solidarität ein Nullsummenspiel, ja oder nein? Ist Versöhnung und Liebe stärker oder nicht? Also insofern, ich habe diesen moralischen Impuls schon. Warum benutze ich den nicht in dieser politischen Debatte? Die Realpolitik, die aus meiner Sicht heute in verschiedensten Varianten eigentlich Übermachtpolitik war und dadurch zur Ideologie geworden ist, die ist sehr tief in uns drin, auch in denen, die sie ablehnen. Und sobald man in die Konstellation kommt, dass die einen sagen, ja, aber das ist unmoralisch, das ist aber idealerweise sollten wir so sein und so weiter, und die anderen sagen, ja, schon, aber jetzt ist mal, jetzt Moment mal, also das können wir nachher wieder weiter besprechen, Mädels, aber jetzt müssen wir mal hier das mal eben klären mit dem IS. Da wird dann wieder diese übliche realpolitische Dringlichkeit und Ausschließlichkeit, die Fixierung hergestellt, und da hat man mit der Moralpolitik, ich sage nur, diese Art von Realpolitik vertritt und erfüllt unsere Interessen nicht mehr, die wir haben. Und wir haben heute andere Interessen als vor einem Jahr, als die Flüchtlinge noch nicht das zentrale Thema waren. Deswegen würde ich so nicht argumentieren. Darf ich noch einen Satz sagen zu Europa? Also ich bin ja jetzt lange politisch denkend und aktiv und so weiter. Ralf war so freundlich, auf meine anfänglichen Fehlversuche bei den Grünen hinzuweisen. Wir haben ja auch also die guten Willens, so die Böll-stiftungshaften Menschen, es geschafft, Deutschland irgendwie ökologischer zu machen, weiblicher zu machen, schwuler zu machen. Alles gut, alles gut. Aber wir haben dieses eine, das haben wir nie wirklich angepackt, dieses Thema mit denen da unten. Und jetzt kommt das Thema und wir stellen fest, es ist das größte Thema, was wir überhaupt in unserem Leben erlebt haben. Und das, da finde ich, sollte man einmal durchatmen und dann gucken, wo sind wir. Und Frau Gero, bei allem Respekt, wir sind nicht mehr in diesem Marzipan-Europa. Also, na, aber Sie benutzen ein Vokabul nur, weil Frankreich jetzt ein bisschen in der Krise ist, also schon vor diesem Anschlag war, nur weil Europa jetzt gerade an seinen Zentrifugalkräften laboriert, ist nicht Frankreich zerbrochen oder implodiert. Das ist nur eine Perspektive nur aus diesem Marzipan-Europa, aus diesem Entschuldigung, das meine ich nicht persönlich, aber es ist auch unser Verwöhn-Europa, wo irgendeine Störung schon als mittlere Katastrophe wahrgenommen wird. Was wir doch erleben, ist etwas, finde ich, total Faszinierendes, ich will nicht sagen beglückend, aber es ist jedenfalls sehr, sehr wichtig und aufregend und intensiv. Staaten und Parastaaten oder Überstaaten, wie die EU, die können nur entstehen aus großen Krisenenergien. Und Europa ist aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg entstanden. Und diese Energie hat lange getragen, hat uns lange zusammengebracht. Und irgendwann gab es sogar eine Art Apotheose dieses Impulses, als noch der Osten Europas dazukam. Großartig. Aber dann ist der Impuls leider ausgefadet. Da war nicht mehr viel Impuls. Und in dem Moment hat das
Brüssel-Europa angefangen zu barockisieren, zu byzantinisieren. Aber jetzt müssen wir eine Verfeinerung machen. Ein Kommissionchen hier noch und dann. Und es ist ganz wichtig, ob der Kommissionspräsident vom Parlament gewählt wird mit einem Verbindlichkeitsgrad von 7 Grad bei mittlerer Zimmertemperatur. Das war Europa. So, und jetzt kommen seitdem die Schicksalsschläge, die neuen Krisen. Wir erleben die Finanzkrise mit riesigem Hammer drauf. Das war noch der kleinste Hammer. Dann haben wir gemerkt, mein Gott, der Russe ist ja gar kein Modernisierungspartner. Verdammt, die SPD hat es immer noch nicht verstanden, aber es ist so. Das ist auch da mit dem großen Schicksalshammer auf die EU draufgeschlagen. Jetzt kommt die dritte Variante. Ich meine nicht den Terror, ich meine die Flüchtlinge. Und das sind historische Krisen, die auf eine wirkliche, realistische Art und nicht ausgedacht in Brüssel Verfeinerung, sondern wirklich uns zusammentrommeln und aus diesem entsteht jetzt ein neues Europa. Und das ist nicht, vielleicht klappt es auch nicht. Aber es wird Jahre dauern und wir werden viel Schmerzen erleiden und viel Freude haben dabei. Aber es ist nicht mehr dieses. Wir müssen andere Kriterien annehmen. Wenn es jetzt schief geht, wenn die Polen durchdrehen. Also ein Kollege diese Woche, großartig, sagt, er will einen Leitartikel schreiben über den Euro und dass das alles auseinanderbricht und die Austerity-Politik der Bundesregierung wäre jetzt endlich am Ende. Begründung: eine neue Regierung in Portugal und eine Diskussion in Finnland, ob man nicht aus dem Euro rausgehen soll. Und Draghi öffnet die Zinsschleuse noch mal weiter. Also wenn wir so empfindlich sind, dass etwas zusammenbricht, weil in Portugal und in Finnland und in Frankfurt was passiert, dann werden wir wirklich ständig implodieren. Aber sollten wir ein bisschen die Nerven behalten. Es ist jetzt was Großes im Gange, wir schaffen es schon. Also das war jetzt nochmal eine Steilvorlage, finde ich, für Ulrike Garro. Ich meine, wie rappelt sich dieses sein Europa zusammen, was offenbar eine sehr unterschiedliche Sichtweise auf diese Herausforderung hat? Es ist ja keineswegs so, dass die anderen darüber so begeistert sind, was Deutschland gerade in dieser Flüchtlingsfrage so veranstaltet. Und auch der Frage, wie man sich auseinandersetzen soll mit dem radikalen Islamismus. Es gibt ja sehr unterschiedliche Auffassungen, wie multikulturell und multiethnisch unsere Gesellschaften und multireligiös sie in Zukunft sein sollen. Das ist ja ein vielstimmiges Europa. Man kann auch sagen, was in etwas unterschiedlichen Geschwindigkeiten und historischen Zeiten oder historisch-kulturellen Zeiten sich befindet. Also wie entsteht daraus gemeinsame Handlungsfähigkeit? Also gut, dass ich, bevor ich hier auf das Podium gegangen bin, noch aus dem Umfeld der Böll-Stiftung darauf hingewiesen wurde, dass wir doch ein bisschen polarisieren sollen. Ja, dann können wir das jetzt auch gerne inszenieren. Ich habe ja überhaupt nicht gesagt, dass jetzt Frankreich wegen dem ISIS oder dieser Attentat implodiert ist. Ich wollte darauf hinweisen, dass Frankreich in einem jahrelangen politischen Zerfallsprozess ist, den wir hier übersehen haben und eigentlich übersehen mussten, weil uns die deutsch-französische Rhetorik des Tandems gar nicht erlaubt hat, da hinzugucken. Ja, wir sind ja ständig mit Tandem, Motorrolle und so weiter. Wir haben hier im Januar 2013 50 Jahre Élysée gefeiert mit Pomp und Trompeten. Und das Problem in dieser deutsch-französischen institutionalisierten Zusammenhalt ist, dass man nicht benennen kann, wenn die Dinge nicht passen. Und die Dinge haben seit langem in allen möglichen Bereichen nicht gepasst. Sie haben nicht gepasst, als die Franzosen Bamako freigeschlagen haben, 3 Tage vor dieser Inszenierung der deutsch-französischen Beziehung. Und wir nicht mehr in der Lage waren, damals ein Flugzeug zu schicken, ja, beziehungsweise das Flugzeug, was wir da in der letzten Minute geschickt haben, durften keine Soldaten mit transportiert werden. Anyway, ich will gar nicht in Details, aber im deutsch-französischen Beziehungen stimmt jenseits der Rhetorik leider nicht mehr viel. Ich bin die Erste, die das bedauert. Und insofern ob man jetzt mit diesem amerikanischen Artikel Komfort geht oder nicht, ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass die natürlich einen Punkt treffen, den wir zwischen Deutschen und Franzosen nicht mehr diskutieren können. Ich sage nur mal ganz objektiv, ich habe diesen Artikel auf meine Facebook-Seite gepostet. Ich habe ziemlich viele Facebook-Freunde in Anführungsstrichen. Ja. Die Reaktion einfach mal als empirische Analyse war, die ganzen Deutschen haben reagiert wie Sie, ja. Ischinger, Bullshit. Die ganzen Franzosen haben gesagt, ISO ein Point. Und da finde ich irgendwie nur da mal hinzugucken, was da passiert, ist ja sozusagen das Interessante. Ansonsten ganz kurz, es geht ja um Lösungen. Ich bin ja bei Herrn Ulrich, dass wir jetzt Nachbarschaft haben, neue Räume der Nachbarschaft, wo uns jetzt vorgeführt wird, was eigentlich Christentum ist. Aber
ich bin jetzt aus der katholischen Kirche ausgetreten, kann ich vielleicht auch mal en passant sagen, aber Versöhnung... Das geht gar nicht. Das geht dann doch, ja, weil man... womit ich jetzt gar nicht sagen möchte, dass ich irgendwie religiös bin, aber der Punkt ist doch, wenn Versöhnung, und das ist der Punkt von RAL, also sozusagen ihr Argument, was sie machen, realpolitisch, auch das Moral, Verbindung mit Interessenargument, da gehe ich ja voll mit, also dort streiten wir uns gar nicht, aber wenn Versöhnung, fängt immer nur an mit dem Eingeständnis von Mitverantwortung. Ja, müssen wir Schuld gar nicht bemühen. Und der Prozess der Mitverantwortung ist den Sie hier machen wollten, also dieses, welche Welt teilen wir eigentlich, sind wir nicht mitverantwortlich, ist übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, eine völlig alte Debatte. Wir tun ja so, als hätten wir strukturelle Gewalt jetzt gerade mal eben erfunden und als hätte es früher keinen Terror gegeben. Kann man noch mal kurz an München, Olympiastadion, RAF erinnern, kann man vielleicht auch mal Algerienkriege erinnern, an das, was Sartre und Camus schon vor 50 Jahren intellektuell verhackstückt haben, nämlich die im Prinzip die Antiglobalisierungsdiskussion, wie gehen wir um mit struktureller Gewalt, in damals hieß das noch Dritte Welt, heute heißt es Global South. Das heißt, so zu tun, als wenn das alles völlig neue Fragen sind, die jetzt natürlich mit einer anderen Wucht und Dynamik auf uns zukommen, da würde ich mich auch ein bisschen gegen verwehren. Letzter Punkt, ganz kurz. Sie haben das jetzt sozusagen von Terror zu Flüchtlingen gedreht. Da bin ich auch dabei. Da denken wir ja sozusagen kollektiv danach, darüber nach, wie wir das verbinden. Das ist die Frage von Ralf Füchs, also wie wir diese Grexit-Krise mit einer Flüchtlingskrise, mit einer Terrorkrise jetzt verbinden. Da kann ich nur sagen, jeder, der gestern den Figaro gelesen hat und jeder, der Emmanuel Valls im Assemblée Nationale hat sprechen hören, kann sich, glaube ich, von der Illusion freimachen, dass wir in der Flüchtlingsfrage mit den Franzosen im Moment, um es höflich auszudrücken, konsensfähig sind. Ja? Das würde dafür sprechen, dass wir die Verstrebung, die wir hier suchen in Deutschland, nämlich zwischen Flüchtling und Terror und Antworten, Verbindungen, dass wir die mit Frankreich nicht hinbekommen, weil dagegen ist ja noch Herr Söder sozusagen im Politsprech gepflegt, wenn man das abgleicht mit dem, was die Franzosen da gerade machen. Das ist ein Problem. Es ist für mich ein Problem, wenn die Franzosen im Ausnahmezustand sind und gerade in einer Eile ein Template 9/11 nachvollziehen, das wir ja nicht nachvollziehen wollen. Und die Vorstellung, dass wir mit den Franzosen über Flüchtlinge diskutieren, da habe ich von der neuen polnischen Regierung gar nicht gesprochen. Da brauche ich Orban nicht zu erwähnen. Also nochmal dahin zu gucken, was da gerade passiert, muss man doch irgendwo auch mal unter dem Stichwort von der deutschen Übermacht zur deutschen Ohnmacht abspeichern, dass das, was wir hatten als Politikinstrumente in Europa, nämlich Geld und Macht, uns gerade beides verloren zu gehen scheint. Ja? Und da würde ich aber gerne auch mal aber ja. dazu Sie sagen, aus dem gewissermaßen aus Paris, aus dem Off. Wenn das möglich ist. Also, genau das. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viel mit dem Finger so nach Frankreich gezeigt und auf die französische Regierung. Also ich frage wirklich mal, welche Exekutive in Europa viel anders gehandelt hätte in einer vergleichbaren Situation? Der zweite Terroranschlag in kurzer Zeit, in so einem Umfang und wenn man vergleicht, was jetzt natürlich auch wirklich bestimmt kein besonders tolles Beispiel ist. Aber wenn man vergleicht, wie damals Bush und die amerikanische Administration reagiert haben, ist ja Bush im Vergleich noch fast besonnen und die französische Regierung in vielen Punkten. Aber was ich meine ist, ich würde das wirklich mal ein bisschen wegnehmen, immer von Frankreich und der Situation nur in Frankreich. Also ich frage mich wirklich, welche europäische Regierung in unterschiedlichen Zusammensetzungen hätte in vielen Teilen anders handeln können. Das macht es nicht besser, kann das natürlich auch diskutieren, aber das ist schon auch eine europäische Frage, wenn man mit sowas konfrontiert ist. Das ist jetzt nichts zu sagen, Frankreich und die Situation in Frankreich. Das Zweite, ja, wo ich absolut zustimme, ist, ja, es sind kommunizierende Röhren. Das zeigt sich auch sehr stark jetzt. Ja, es ist ja gerade dieses letzte Jahr ist ja so voll von solchen Ereignissen. Die Wahrnehmung bei der Frage der Griechenland-Rettung war zumindest in Frankreich, zum einen, dass in Deutschland sehr viel diskutiert wurde darüber, Solidarität ist keine Einbahnstraße in Europa mit Bezug auf Griechenland. Da war sehr viel davon die Rede, Solidarität gibt es nicht unbegrenzt etc. Und in Frankreich war damals sehr stark die Wahrnehmung, ohne Hollande und den Druck von Hollande hätten allen voran Schäuble damals die Griechen aus dem Euro geworfen.
Und das war letztlich die Franzosen, die die Deutschen sehr deutlich daran erinnern mussten, dass es doch ein paar Grundlagen der Solidarität gibt. Kurz danach gibt es nun die Flüchtlingsbewegung und vor allem Deutschland hat diese Situation. Und jetzt ist die Debatte in Deutschland, wir brauchen europäische Solidarität. Eine Solidarität, wo in vielen Jahren der ja viel diskutierten Austeritätspolitik sehr vermisst wurde von allen, gerade auch in Frankreich in Bezug auf Deutschland. Deutschland ging es immer, immer besser. In Deutschland haben die Leute Jobs, das Budget ist ausgeglichen. Zumindest in der Wahrnehmung von Frankreich aus gesehen, ist die Tatsache, dass jetzt in Deutschland der Eindruck ist, man kommt kaum mehr klar mit der Flüchtlingssituation angesichts der Situation in Frankreich, zumindest im Moment sehr relativ. Und das ist auch ein Punkt, also wo ich, was ja wirklich doch eine starke Wahrnehmung war, jetzt auch nach diesem Anschlag, ja, um es einfach in ein einfaches Bild zu bringen. Ein enger Freund und Partner wird blutig geschlagen, liegt auf dem Boden. Was war die Antwort von Deutschland? Deutschlands Antwort war, ja, das natürlich Betroffenheit zum Ausdruck gebracht, Mitgefühl und hat dann gesagt, gut, und wir warten jetzt mal auf eine Liste, wie wir euch helfen können. So. Und dann hat man immer gesagt, wir hören zu und warten und so war es Merkel bis jetzt. Und jetzt hat, nachdem man lange gewartet hat, hat Frankreich deutlich was formuliert. Ja gut, nur man hätte auch die Möglichkeit gehabt, sich selbst etwas zu überlegen. Man hätte auch die Möglichkeit, aktiv mit zu überlegen, wie man diese internen und vor allem externen Krisen gemeinsam europäisch anpacken kann, also man selbst für Strategien auch möglicherweise anbieten kann. Und um einen Punkt da noch zu bringen, ich meine, so wie Deutschland auch gerade in Brüssel immer alles gebremst hat, was in die Richtung ging, wie man Wirtschaft und eine wirtschaftliche Belebung voranbringen könnte in Europa, angesichts dieser Katastrophe, die Frage, hier ist jetzt die große Diskussion, wie das den Tourismus natürlich auch beeinträchtigt, dass die Arbeitslosenzahlen wieder gestiegen sind, noch dazu. Das wäre jetzt wirklich mal eine Gelegenheit für Deutschland, zumindest auf dieser symbolischen Ebene deutlich zu machen, beim Militär sind wir zurückgegangen, da gibt es auch viele gute Gründe dafür, aber an einer anderen Stelle wollen wir jetzt mal sehr klar deutlich machen, wir haben in der Situation Solidarität und wollen auch was für Frankreich tun. Das wäre wirklich eine Gelegenheit. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch mal in der letzten Runde ein bisschen Perspektive stärker nach innen wechseln. Du kannst ruhig dranbleiben. Ich würde dich gerne nämlich fragen, wie wird denn in Frankreich die Tatsache diskutiert, dass die Attentäter aus dem eigenen Land kamen oder aus einem Nachbarland wie Belgien? Das ist ja kein neues Phänomen. Ja, wir diskutieren über internationalen Terrorismus und den Nahen Mittleren Osten und sagen IS. 9/11 wurde von Leuten maßgeblich geplant und ausgeführt, die in Europa studiert haben, unter anderem in Hamburg. Die gehörten dort zu den gut Qualifizierten, denen eigentlich eine berufliche Karriere, eine erfolgreiche, sagen, offen stand. Und auch bei denen, die jetzt diese Anschläge in Paris verübt haben, kann man ja jedenfalls nicht durch die Bank sagen, dass das die Gedemütigten und Ausgebeuteten waren. Was das ganze Phänomen ja noch mal irritierender macht, weil es wäre ja sozusagen eine relativ einfache Erklärung zu sagen, das sind halt die Ausgeschlossenen, die da jetzt zurückschlagen. Ist aber so nicht der Fall. Also wie wird das diskutiert und welche gesellschaftspolitische Antwort gibt es darauf? Frage, die ich dann auch gerne auf dem Podium weiter diskutieren würde, aber vielleicht berichtest du mal kurz über den Stand der Diskussion in Frankreich. Also jetzt wird es tatsächlich verstärkt auch diskutiert. Am Anfang gab es kaum Raum dafür, wobei es ist immer vollkommen klar darüber, das wurde ja auch von mehreren darauf hingewiesen, dass natürlich jetzt auch das Symbolische, die Aktion, der Kampf gegen den sogenannten IS sehr im Vordergrund steht. Ja, aber es gibt durchaus diese Debatte, natürlich auch vor dem Hintergrund der Frage, man hat das Problem jetzt ja schon seit Jahrzehnten, diese Frage der Radikalisierung von Jugendlichen. Und es wird aber im Moment schon noch sehr stark diskutiert mit der Frage, dass es eine Exklusion ist. Ja, also es ist ja fast, das ist die Frage, ob man das wirklich so sagen kann. Aber wenn man sich anschaut natürlich, wo zum Teil die Attentäter herkommen und welche Viertel von Paris
wo eben jüngere Menschen sind, die natürlich liberal sind, offen sind, aber die auch ganz andere wirtschaftlichen Situationen sind in der Regel als jetzt entsprechende Jugendliche in den Vorstädten, dass es natürlich schon auch wirklich die Frage ist, inwieweit gerade diese Exklusion und diese Exklusionserfahrung in Vorstädten, und da gibt es ja auch viele Studien und Beobachtungen, die zeigen, wie durch Exklusion dann auch Radikalisierung durchaus zugenommen hat, wie Radikalisierung auch in Gefängnissen stattgefunden hat und wie da entsprechende Lebensläufe sehr stark dadurch geprägt wurden. Es ist allerdings so gut, es wird natürlich auch wird über viele Beispiele verwiesen. Es gibt ja sehr interessante Beispiele auch von tatsächlich entsprechenden Projekten, die versuchen, mit solchen Jugendlichen zu arbeiten, sehr frühzeitig auch anzusetzen, bevor es da dann schon eine wirkliche Einstellungsmuster auch gibt. Und solche werden jetzt auch natürlich vorgezeichnet, überlegt, wie kann das ausgebaut werden. Das ist das eine, nur das andere. Und da komme ich durchaus noch einmal zu einem anderen Punkt zurück. Also natürlich sind viele dieser Jugendlichen, nicht alle, es gibt auch andere Fälle, aber viele sind schon sehr ganz am Ende natürlich einer Kette, wo sie in erster Linie die großen Verlierer in der wirtschaftlichen Situation. Bei einer Arbeitslosigkeit von 10% sind es natürlich sehr stark gerade dann auch insbesondere die Perspektivlosigkeit in den Vorstädten, die noch vergrößert wird. Das heißt, diese Frage insbesondere auch der wirtschaftlichen Situation als ein Faktor ist, und deswegen betone ich das so, das wird immer von Deutschland aus wird immer so mit dem Finger darüber gezeigt. Da ist aber Deutschland vollkommen in der Mitverantwortung. Deutschland müsste und könnte auch was tun, dass sich diese Situation verändert. Frau... Was denn? Was Deutschland tun könnte? Ist ja angedeutet. Ja, ganz konkret. In Brüssel wurde ja letztes Jahr als ein Beispiel, als Juncker versucht hat, einen Investitionsfonds aufzulegen, was ein vorsichtiger Versuch war. Da kann man viel kritisch dazu sagen. Geht um Wechsel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das hast du ja schon signalisiert, zu einer stärker investiven und wachstumsorientierten Politik. Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute Abend. Ich würde gerne noch mal Frau Koloma-Beck fragen, es sind 6.000 etwa, ich weiß, wer sie gezählt hat, also die Zahl geistert jedenfalls durch die Gazetten, etwa 6.000 muslimische, meistens Männer aus Europa jetzt in Syrien an der Seite des IS. Was ist Ihre Erklärung für diese Radikalisierung? Ist es soziale Marginalisierung oder gibt es da möglicherweise andere Ursachen und wie sollten wir dem entgegnen? Ja, also meine Antwort auf diese Frage ist, dass es bestimmt nicht nur Marginalisierung ist, weil man einfach auch weiß, dass es unter diesen, wie viele es auch immer sein mögen, sozusagen Jugendliche gibt mit guter Ausbildung, mit guten Perspektiven, dass diese Fälle gehen ja immer wieder durch die Presse, Frauen, die in irgendwelchen amerikanischen oder englischen Colleges gute Noten haben und plötzlich sieht man sie, wie sie im Flughafen in diese Richtung aufbrechen. Das ist also allein dadurch, das beschreiben zu wollen und erklären zu wollen, das greift zu kurz und da ist aus meiner Sicht auch schon ein zentrales Problem dieser ganzen Debatte. Dass wir jetzt unter der Überschrift Paris, was nun? Ungefähr mindestens ein Drittel der Zeit damit verbringen, über die Situation in Syrien zu reden und im Nahen Osten, ist sozusagen schon Teil des Problems. In Paris ist etwas passiert. Wir wissen, dass, oder das war relativ schnell klar, das waren jetzt nicht aus Syrien eingereiste radikalisierte Muslime mit Biografien im Nahen Osten, das waren Europäer, so muss man das sagen. Das hört sich nicht gut an, aber das waren Europäer. Aus der Hauptstadt Europas. Ja, ganz genau. Und ich finde, das ist doch die Frage, wie das eigentlich kommt. Und ein Teil dieser Antwort, also zu sagen, wir haben Anschläge in Paris und dann gehen wir und bombardieren in Syrien, suggeriert, das Problem käme von außen. Und wir bewegen uns immer wieder in Debatten und in Diskursfiguren, die uns suggerieren, das Problem ist im Außen. Und in gewisser Weise ist dann zu sagen, das ist halt die soziale Lage in den Vorstädten, kreiert auch wieder nur ein Außen. Oder sozusagen einen eingekapselten Bereich, so Enklaven, die irgendwie gar nicht so richtig Europa sind.
Ich glaube, hier kommen wir wieder, und offensichtlich ist es jetzt meine Rolle, nochmal an die ethischen Fragen zu erinnern. Hier kommen wir doch wieder zu den europäischen Werten, zu der Universalität der Menschenwürde und zu der Frage, wie die in Europa gelebt wird. Und da kann ich Ihnen einfach sagen, man macht nicht nur Marginalisierungserfahrungen, wenn man in einer Vorstadt lebt. Es gibt Konstellationen, da macht man in Europa Marginalisierungserfahrungen, wenn man Doktortitel hat und wenn man reich ist. Und man muss nur die amerikanischen Soziologen lesen, die sich sehr radikal mit dieser Frage, also auch mit einer radikalen Offenheit mit diesen Fragen beschäftigt haben, wie eigentlich in einer entwickelten Gesellschaft subtile Mechanismen der Ausgrenzung funktionieren. In Deutschland, ich finde das sehr interessant, also ich habe es immer vermieden, mich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil das, ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern auf jeden Fall in Westeuropa immer sofort als eine Betroffenheitswissenschaft abgetan wird. Da kann man überhaupt gar keine legitime Wissenschaftlerkarriere drauf aufbauen, wenn ich mich jetzt mit Rassismus beschäftigen würde. Dennoch habe ich natürlich einen soziologischen Blick und schaue mit diesem soziologischen Blick auch meine eigenen Alltagserfahrungen und die Alltagserfahrungen an von Freunden, die ich habe, die was auch immer, wie auch immer, sichtbar Anlässe für Marginalisierung, Diskriminierung bieten. Jetzt Nachfrage. Was Sie sagen, beschreiben, ist ein Phänomen, mit dem wir uns vielfältig auseinandersetzen. Die Frage ist bloß, warum diese, und das sind ja eine sehr große Zahl, Tausende, Abertausende, warum die nicht den Weg gehen, diese Werte einzufordern, also die Universalität von Menschenrechten und Menschenwürde und Gleichheit und Chancen und Respekt, für, sondern sie gehen einen anderen Weg, nämlich diese Werte zu verwerfen und sagen, diese ganze liberale, demokratische, pluralistische, individualistische sagen, Ordnung anzugreifen. Wie erklären Sie das? Ja, also wir haben ja keine großen empirischen Studien über die Motivationslagen dieser Leute, und ich glaube, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wenn man die Motivationslagen der Einzelnen wüsste, ob man an dem politischen Problem etwas ändern könnte. Also sagen, ob das die Lösung für das politische Problem schon mitführen würde. Denn warum diese Leute aufbrechen, die sind, sagen, da spielt auch Jugend eine Rolle. Also ich wünsche mir immer noch mal eine vergleichende Studie zu dem, was jetzt mit dem ES passiert, mit bestimmten Formen der Radikalisierung, die man in den 60er Jahren in Europa gesehen hat, sowohl in der linken wie auch in der rechten politischen Szene. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man sozusagen von den Trajektoire, also von den Lebenswegen, Geschichten finden wird, die vielleicht gar nicht so unähnlich sind. Aber das gibt uns jetzt noch keine Antwort auf die politische Frage, denn solange wir die Geschichten so erzählen, werden wir nicht aus der Situation rauskommen, dass immer, wenn wir über den IS in Syrien reden, das einen Einfluss hat auf die wachsenden muslimischen Bevölkerungsteile in Europa. Und das ist, darin sehe ich sozusagen die eigentliche politische Herausforderung im Augenblick. Selbst wenn man nicht genau weiß, ob man sich jetzt in Syrien einmischen soll oder was man da eigentlich machen kann, muss man doch, glaube ich, sich anders darüber Gedanken machen, wie die Arten und Weisen, dieses Problem überhaupt zu konstruieren, das Zusammenleben hier beeinflusst. Und da können wir, Sie haben den Front National angesprochen, wir haben Pegida in Deutschland, also sozusagen, ich glaube, da kreieren wir gerade Probleme vor der eigenen Tür. Das ist auch, gibt es empirische Studien darüber, die zeigen, dass die Wahrnehmung von Muslimen in Europa eigentlich bestimmt ist von der Wahrnehmung radikaler islamischer Bewegung ganz anderswo auf der Welt. Es ist nicht der Doktorand, der nebenan wohnt und an der Humboldt-Universität promoviert, sondern das ist sozusagen irgendjemand, den ich mal im Fernsehen gesehen habe. Klar. Und das ist das Problem. Ja. Kommentar, Bente? Ja, ich würde dem in weiten Teilen einfach zustimmen, gerade was eben das Wissen darüber betrifft, was Leute dazu antreibt, dorthin zu gehen. Wir bekommen es nur sehr mittelbar mit, aber natürlich kommen Leute aus dem ISIS-Umfeld in verschiedenen Schattierungen auch im Kreise derer vor, mit denen wir zu tun haben. Das sind Leute, die in Syrien ankommen, die aus Europa kommen. Und da finde ich es natürlich eine eigentlich heitere Anekdote, dass hier, sobald ein gefälschter syrischer Pass neben einem Terroristen gefunden wird, das heißt, oh, der Nahe Osten exportiert den Terrorismus zu uns, während du hier sagst, 6.000 oder mehr
sind eigentlich von hier aufgebrochen, wo der Nahost nochmal fragen könnte, wer exportiert hier eigentlich wohin Terrorismus, was natürlich in den sozialen Netzwerken auch mit eben jenem Augenzwinkern zirkuliert wurde. Also ich denke, die Geschichten sind sehr, sehr vielzählig, aber was wir eben sehr stark gespiegelt bekommen, ist, dass natürlich auch die Art und Weise, das ist, von ISIS aufzutreten im Internet und Leute anzusprechen, sehr professionell sich da orientiert daran, was den Geschmack einer Jugend trifft. Also deswegen haben wir es hier auch das erste Mal mit einem wirklichen Appeal zu tun. Al-Qaida hat sich nie so gut verkaufen können, Nusra hat sich nie so gut verkaufen können, wie eben ISIS, und sehr, sehr hippe Videos zu produzieren. So kriegen wir eben von einem Teil der Leute auch im Prinzip gespiegelt. Ja, da dachten wir, da können wir dabei sein, so eine Art romantisierendes Verständnis, was eben auch überhaupt nicht bis dahin geht, blutige Taten zu verüben, weder dort noch hier, sondern wo einfach eben so eine Bewegung sich zu zeigen scheint, mit der man sich in einer anderen Art, in einer kulturelleren Art und Weise oder Lebensstil identifiziert, ohne eben all das mitzudenken, was für uns eindeutig mit ISIS verbunden ist. Also ich denke, dementsprechend wäre es wirklich sehr wichtig, dem stärker auf den Grund zu gehen, wer sich hier warum, in welche Richtung auch bewegt, und natürlich auch nicht unbedingt immer zu denken, das sei so eine Schwungbewegung, erst sind die hier, dann finden sie das interessant, dann gehen sie dorthin, lernen, kämpfen und dann kommen sie wieder. Um so etwas auszuführen wie die Anschläge, muss man nicht unbedingt kämpfen können, sondern ISIS hat das sehr klug eingefädelt, darauf zu setzen, Schläferzellen überall zu haben. Das haben sie zuerst in Syrien im Prinzip so getan, das tun sie auch in Europa, dass sie eben mit Leuten in Kontakt stehen. Da muss kein Material und kein Geld und nicht unbedingt das Know-how die Grenzen überqueren, sondern es reicht eben, sich zu solidarisieren oder sich in Sympathie mit einer Gruppe zu engagieren, die so etwas veranstalten möchte. Und da sollten wir eben auch wirklich darüber nachdenken, wenn wir uns Sicherheitsmaßnahmen überlegen, die auf mehr Überwachung und mehr Sicherheitskontrollen sich beziehen. Viele der Dinge, die man dadurch erfassen kann, sind vielleicht nicht unbedingt hilfreich, um den Terror auch einzuhegen, aber sie sind etwas, was natürlich an unserem Ideal der Freiheit extrem zehrt. Und wollen wir das tatsächlich zulassen? Wir haben jetzt noch maximal eine Viertelstunde. Gibt es aus dem Publikum das dringende Bedürfnis, sich mit Fragen oder sehr kurzen Beiträgen zu Wort zu melden? Es gibt ein mobiles Mikrofon. Ich sehe eine Meldung. Aber bitte kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit. Vielen Stellen Dank. Sie sich kurz vor. Vielen Dank. Mein Name ist Cemal Imol, ich bin politikinteressierter türkischer Staatsbürger. Die Amerikaner haben vor kurzem eine Statistik veröffentlicht. In Nigeria beläuft sich die Anzahl der Sympathisanten des IS auf 15%. In der Türkei sind es 8. Also Nigeria ist jetzt das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Also da denke ich, es schon hat eine Dimension erreicht, die eigentlich so aus der Kontrolle geraten ist. Ich hatte hier in Berlin die Gelegenheit, den gegenwärtigen Bildungsminister in Anführungsstrichen des IS kennenzulernen. Auch sind mir zwei Jugendliche bekannt. Der eine ist verstorben, die sich in diese Region abgesetzt haben. Also ich weiß, wovon ich spreche. Und ich glaube, die kostengünstigste Option, die die Europäer und der Westen insgesamt treffen können, ist einfach das Tribut, was der IS fordert, den einzugestehen. Deutschland hat auch Reparationszahlungen gezahlt. Sie haben ja auch eingeräumt, dass Europa diese Staaten gnadenlos ausgeplündert hat in der Vergangenheit. Von daher denke ich, das ist die klügste Option, die man wählen kann. Und das ist auch mein Ratschlag an die Regierenden hier in Europa, dass man denen auch das sozusagen gibt, was sie verlangen. Das ist entweder man konvertiert zum Islam oder man bezahlt die Kopfsteuer, das Tribut. Vielen Dank. Mhm. Darauf gehen wir noch ein. Vielen Dank. Es gibt nur noch Wortmeldung hier vorne.
Hatte Fischer, ich lebe in Athen und kenne natürlich ein bisschen Berlin. Erstmal natürlich könnte man sagen, die Art und Weise, wie man mit Griechenland umgegangen ist, war ja auch das Problem, dass da etwas sich zeigt in der europäischen Politik, wo man jetzt vielleicht noch schwächer ist, das zu klären. Aber Griechenland ist natürlich genauso eine Gesellschaft schwierig zu beurteilen wie alle anderen. Also man hat auch Leute dort mit Willen und ich dachte vorher, man hat auch Dakar, man hat Dubai, Katar mit all seinem Reichtum. Ich denke, die Beurteilung von Gesellschaften ist sehr schwierig und sehr kompliziert. Zwei, würde ich sagen, Fragen. Das erste ist ja, dass Frankreich, man sagt es, hat sich im eigenen Fleisch geschnitten, als er den EU-Verfassungsvertrag in 2005 abgelehnt hat. Ich habe selbst an der Europäischen Konvention mitgewirkt und ich würde sagen, dass das diese Ablehnung war, im Grunde genommen, dass den europäischen Institutionen die moralische Legitimation entzogen wurde. Und seit der Zeit haben wir eigentlich ein antieuropäisches politisches Verständnis. Der zweite Aspekt, würde ich sagen, auf Enzensbergers Buch Bürgerkrieg. Ist ein Buch schon ein bisschen älter, es verbindet sich auch mit seiner These über den radikalen Verlierer, also das, die Frage des Einzelnen. Die Verlustangst, keinen Erfolg zu haben in der Gesellschaft, man weiß zum Beispiel, wie die Rekrutierung in Marseille ausgeht. Man kann überall hinschauen, was ist eigentlich passiert, wenn wir falschen Erfolgsmodellen nachgehen. Und diese Problematik ist, das wäre ja dann auch hier mit der Ethik im Unterschied zur Realpolitik. Heute bin ich erschrocken, als ich gehört habe, was die Grünen auch zugestimmt haben für diesen Tornado-Ansatz. Sie haben natürlich die andere Bedingung hinzugesetzt, dass es müsste abgestimmt werden mit den Vereinigten Nationen. Wir wissen aber, dass die Glaubwürdigkeit von den internationalen Institutionen ist nicht eigentlich politisch akzeptiert oder legitimiert, sondern ist eigentlich auch nur eine Scheinsymbolik. Meine Sache ist, würde ich sagen, wenn man hier in Berlin sich erinnert an dieses Wirken von Klaus Heinrich, erstmal würde ich sagen, auf der menschlichen Ebene, ja, die Schwierigkeit, Nein zu sagen. Ich denke, dass die Betroffenheit müsse viel stärker ausgedrückt werden. Leben wird sinnlos hingerichtet, um irgendwie eine Botschaft zu vermitteln. Und wir greifen auf die falsche Botschaft. Vielen Dank. Noch eine Wortmeldung. Ja, Nikolaus Huss. Ja, die neue Botschaft des Artikels von Bernd Ulrich ist ja, dass man sich immer diesen ganzen Konflikt aus der Situation des Machtverlustes des Westen anschaut und es ernst nimmt. Und das finde ich eigentlich auch das Gute. Und Nebenbemerkung, wer auf dem letzten Parteitag war, man hat auch verstanden, dass Cem das auch begriffen hat. Die anderen Botschaften jetzt, muss ich sagen, die fragen sie mal ein bisschen mitzubomben, wenn die Franzosen mitbomben, weil die Franzosen es nicht auf die Reihe kriegen, ihre Gesellschaft ordentlich zu organisieren, ist genau dieses schockierend banale europäische Kulissenspiel. Und wenn Europa und der Westen nicht begreift, dass das die Zeit des Kulissenspielens vorbei ist, weil der Machtverlust schon zu stark vorangeschritten ist, dann wird er verlieren. Und das vermisse ich dann doch als sozusagen gemeinsame Erkenntnis, was eigentlich die Debatte darüber, was macht man dann? Da ist es eine Weichenstellung, was Bernd Ulrich gesagt hat, aber es ist noch nicht genügend, weil das ist nämlich noch keine Strategie. Gut, das waren jetzt sehr große Fragen von man soll sich mit dem IS arrangieren und ihm geben, was er fordert, in der Hoffnung, dass dann man verschont bleibt, bis hin zu der Diskussion, ob überhaupt, das habe ich aus Ihrer Frage herausgehört, ob überhaupt der Einsatz militärischer Mittel legitim und notwendig ist oder ob er von vornherein nicht nur ethisch fragwürdig, sondern auch realpolitisch kontraproduktiv ist. Das führt ja zu der Frage, ob man ernst nimmt,
was der IS von sich selbst sagt, dass er nämlich einen Krieg führt. Nicht nur gegen die westliche Gesellschaftsform, die westlichen Staaten, sondern auch innerhalb der arabisch-islamischen Welt gegen diejenigen, die er als Heretiker sozusagen betrachtet, dass er aber auf jeden Fall auf bewaffnete Gewalt setzt. Und die Frage ist, wie man dieser bewaffneten Gewalt gegenübertritt. Das ist eine Frage, der wir nicht ausweichen können. Vielleicht kann die in der Schlussrunde auf dem Podium auch noch mal beantwortet werden. Fangen wir mit Ihnen an. Frau Beck, ja. Ja, also ich kann eigentlich nur noch mal den Punkt stark machen, dass es wichtig ist. Also ich würde gerne die Debatte um den IS und die Debatte darum, was passiert nach den Anschlägen in Paris, in Europa trennen. Sozusagen, der IS ist eine bewaffnete Gruppe, die operiert in existierenden Nationalstaaten, die sind schwach, aber die gibt es noch. Die haben ein Minderheitenproblem, da dockt sich der IS an und da laufen nach allem, was ich bisher davon verstanden habe, sehr komplexe Logiken ab und damit muss man sich mit Sicherheit beschäftigen. Aber man muss sich auch beschäftigen, wie man in Europa jetzt weiter verfahren will. Und da würde ich auch sagen, dass ähnlich wie Herr Ulrich das formuliert hat, dass mit der Ankunft der Flüchtlinge ein Problem unübersehbar wird oder eine Herausforderung, die Europa schon ganz, ganz lange hat. Ja, eine Chance auf jeden Fall. Und das ist die Frage einer Neukonfigurierung dieser europäischen Vielstimmigkeit. Ich sehe auch nicht, Sie hatten das vorhin so formuliert, wenn Europa multireligiös, multiethnisch ist, ist es dann noch handlungsfähig? Ich weiß gar nicht sozusagen, ja, also aus meiner Sicht ist jetzt sozusagen, auch als Wissenschaftlerin sage ich das jetzt, der Moment gekommen, wo man die Ethik vor allen Dingen da hinein verlegt, wie man die Probleme konstruiert. Und was man als Problem sozusagen definiert, sozusagen, das ist vielleicht im Augenblick wichtiger, als was für eine Antwort man dann gibt, weil davon hängt ja auch ab, was man für eine Antwort am Ende gibt. Und sozusagen, das ist die Richtung, für die ich mich auch selbst sozusagen verantwortlich fühlen würde als Soziologin. Und dazu gehört für mich auch, also ich kenne mich, wie gesagt, der IS ist nicht meine Spezialität, aber eine Möglichkeit, die mir doch wichtig scheint, ist tatsächlich auch hier eine Rationalisierung der Analysen hinzukriegen. Sowohl bei den Anschlägen in Paris, als auch wenn es um den IS geht, geht es immer wieder um den Hass auf den Westen, um den Hass auf Europa. Das ist sozusagen eine Analyse, die suggeriert, da würden Menschen emotionsgesteuert irre Dinge tun. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass da keine Emotionen im Spiel sind. Natürlich sind da auch Emotionen im Spiel. Aber man könnte das auch anders lesen. Gewalt war schon immer eine Form der Kritik. Und wir sehen eben Kritik an dem, was vielleicht der Kern Europas ist, gerade ja nicht nur von der Seite eines radikalisierten Islams. Wir sehen den auch von anderen Seiten. Wir sehen den auch in nationalistischen Bewegungen innerhalb europäischer Staaten. Das ist auch eine Form der Kritik an dem, was als Zentrum wahrgenommen wird. Und wenn man anfängt, sich auf diese Art und Weise damit auseinanderzusetzen, ich glaube, dann kommt man nicht nur zu anderen Fragen, sondern zu anderen Fragen, auch vielleicht zu anderen Lösungen. Und es wäre in gewisser Weise, gerade mit Blick auf den Dschihadismus, vielleicht sogar schon eine Form der Anerkennung, der an einer gewissen politischen Anerkennung. Das heißt nicht gutheißen, das heißt einfach nur zu sagen, man redet nicht mit Irren, sondern man redet mit Menschen, die sozusagen an der ganzen Problemkonfiguration vielleicht schon etwas verändern würde. Ich würde das nur gerne nachdrücklich unterstreichen. In der Rede von Kermani, die wir wahrscheinlich alle gelesen haben, ist der einer der zentralen Sätze, zum eigenen kommt man nur durch die Selbstkritik. Ja? Und insofern, wie Sie das jetzt hier geframed haben, dass sozusagen Kritik, sozusagen Gewalt als Ausdruck der Kritik, dass wir das einfach mal annehmen, wie auch immer wir das dann analytisch, objektiv messen, aber zu welchen Fragen wir da kommen, würde ich erstmal absolut unterstreichen wollen. Ich möchte einen persönlichen Satz machen, weil ich auch in diesem Dialog hier mit Herrn Althoff natürlich Frankreich sehr angegriffen habe. Und es ist mir jetzt ein Bedürfnis zu sagen, ich habe beide Söhne, die wohnen in Paris, ich habe da lange gewohnt.
Oscar Wilde, good friends stab you in the front. Ja, das ist mein Begehren hier. Wenn wir Frankreich lieben, und das nehme ich für mich in Anspruch, dann müssen wir jetzt den Franzosen sagen, bitte verlauft euch nicht. Ja? Ihr seid doch für uns l'Universalité des droits de l'homme. Ihr seid doch das Land der Freiheit. Ihr seid doch die, die den Amerikanern am wenigsten hinterhergelaufen sind. Wie kommt ihr denn jetzt zu so einem 9-11-Template? Was macht ihr da gerade? Könnt ihr noch mal durchatmen? Ja? Und ich sage das wirklich mit Erregung, weil ich dieses Land ganz oft besuche und das seit 3, 4, 5 Jahren nur noch unter den Händen wegbröselt. Jeder, der sich in Frankreich auskennt, sieht sozusagen ein Siechtum Frankreichs, um es mal so zu formulieren. Ja, und wie die da rauskommen und wo dann die deutsche Hilfe ist, wäre wirklich die Frage. Ich hatte die Ehre, mit Staatspräsident Gauck diesen Frankreich-Besuch zu machen. Und die Konnotation hier ist, das Damenprogramm von Frau Schatt war ein Besuch in einem dieser Vororte. Und ich wusste zum Beispiel selber nicht, dass da um 18 Uhr Sperrstunde ist. Da geht keiner mehr raus. 18 Uhr bewaffnete Armee oder Polizisten, Gendarmerie, 18 Uhr geht da keiner mehr raus. Das wusste ich nicht. Ja? Ungefähr 5 Kilometer von den Champs-Élysées entfernt. Wir haben da nicht hingeguckt. Wir haben nicht hingeguckt. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, der hier verflochten ist mit Ihrer Frage, mit Ihrer Frage. Wenn wir jetzt diese Kompartimentalisierung machen, die wir jetzt auch hier gemacht haben, hier ist der Terror, da ist Syrien, hier ist die Flüchtlingsfrage und dann haben wir noch soziale Frage, ja? Dann ist das, was nicht stimmt und weswegen wir keine Antworten finden, ist, dass die Verstrebungen nicht funktionieren. Wir haben Zylinder, die alle ins Leere laufen, aber keinen Motor mehr treffen, der einen Transmissionsriemen hat, der noch auf den Reifen kommt, damit das irgendwie fährt. Ja? Wir haben ein komplett dysfunktionales System. In diesem System sind hier Flüchtlinge, da die Polen, da ein bisschen Terror. Und das passt alles nicht mehr zusammen. Und wir kriegen die Verstrebung zum Beispiel auch die nicht hin, dass wir jetzt eine Koalition bauen wollen, Antiterror, mit Putin, der aber Marine Le Pen finanziert. Haben wir das klar, dass Putin Marine Le Pen jeden dritten Tag im russischen Fernsehen ist, zum Beispiel? Ja? Das heißt, wir gucken nicht auf die Verstrebung, das ist, glaube ich, vielleicht ein Antwortangebot an das, was da passiert, dass dieses System uns eigentlich entgleitet, deswegen natürlich strukturell sozusagen Lösungen gar nicht mehr produzieren kann, weil wir die Kompartimentierung nicht mitdenken, das ist mein letzter Satz. Wir haben zum Beispiel, ich habe keinen Artikel gesehen, der mal gesagt hat, wenn wir jetzt schon Krieg machen, Anführungsstriche, ich bin ja gar nicht auf diesem Kriegsargument, aber wenn wir schon Krieg, Anführungsstriche, machen, können die Franzosen das überhaupt bezahlen? Kostet viel Geld, Kriege. Wir haben aber europäisches Semester. Die sollen 30 Milliarden einsparen. Wo haben die eigentlich Geld für einen Krieg her? Und wenn aber die soziale Frage das Problem ist, wäre die Frage, wo nehmen die jetzt ihr Geld her, um die Vororte mal mit ein bisschen Blumen oder was zu schmücken, dass es sich da zu leben lohnt. Ja, Entschuldigung, ich muss ja jetzt hier schnell überspitzen. Aber entweder müssen die Franzosen müssen in die Hand nehmen, Geld in die Hand nehmen, entweder für Krieg, Anführungsstriche, oder um für soziale Radikalisierungsvorbeugungsprogramme zu machen. Wo kriegen die das Geld her? Überziehen die jetzt die nächsten 5 Jahre das Defizitpaket und die Deutschen machen die Augen zu? Also wir verknüpfen das nicht, das ist hier mein Punkt. Und wir denken noch nicht mal darüber nach, es zu verknüpfen, das ist das Problem. Okay, vielen Dank. Ja. Letzter Punkt zuerst, wenn es kriegerische Maßnahmen gäbe, die wirklich helfen würden, nachhaltig gegen den Terrorismus und gegen IS, würde man es auch finanziert bekommen. Ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern dass das im Zentrum einer Strategie mit dem Mittleren Osten nicht stehen kann. Jetzt zu den einzelnen Fragen. Die Sache mit dem Tribut, das ist immer ein Problem, wenn meine Kinder für meine Fehler bezahlen sollen. Das werden sie auch noch erleben, wenn sie größere Kinder haben. Und das ist die Idee davon, dass jetzt also historische Geschichten bezahlt werden sollen, wäre ich vollkommen dagegen. Und ich bin aber dafür, lassen Sie mich das kurz beantworten. Sie hatten ja schon Ihr Argument gemacht. Ich bin dafür, dass wir die Entwicklungshilfe für diese Region verzehnfachen, von der EU und von Deutschland aus, aber nur, wenn der IS davon keinen Euro sieht. So, dann ich fühle mich jetzt immer missverstanden heute, auch von sympathisierenden Positionen. Ich finde, Europa hat sehr, sehr viel Macht nach wie vor. Wir haben nur nicht mehr, oder der Westen hat nicht mehr die Macht, völlig überzogene und fehlgeleitete Militäroperationen in der Region durchzuführen und von hier aus sozusagen die Region zu ordnen. Diese Macht hatten wir aber nie. Wir haben es nur ausprobiert und sind dann gescheitert. Wir haben viel Macht. Wir können, Europa ist unendlich reich, unendlich stark, unendlich zivilisiert. Es ist ein großartiger, beste Kontinent auf der ganzen Welt.
Und wir können eine Menge erreichen. Und jetzt haben wir noch, nachdem wir geopolitisch im Mittleren Osten so auf die Nase gefallen sind, haben wir jetzt ein Geschenk bekommen. Wir haben eine Referenzgruppe bekommen, an der wir zeigen können, wie wir mit Arabern auch umgehen können. Also die Millionen Flüchtlinge sind ein geopolitischer Segen, mit dem wir viel machen können. So, weil Ralf immer wieder auf den Krieg zurückkommt, ich finde, man muss in der Tat sehr massiv und sehr hart gegen den IS kämpfen. Ich würde als erste Maßnahme neben dem Bombardieren, ich habe da nichts dagegen, wenn der IS sich zeigt, eindeutig als IS, wenn er große Heere bildet oder zumindest große Gruppen, wenn er Lager hat, die man als solche identifizieren kann, die zu bekämpfen und immer drüber zu schweben und sie nie in Ruhe zu lassen, das finde ich alles völlig richtig. Aber als wichtigste Maßnahme würde ich sagen, als erstes Sanktionen gegen Saudi-Arabien und gegen Bahrain, die personell und finanziell und ideologisch den IS unterstützen. Dass das in den Bereich des Undenkbaren gehört im Westen, liegt einfach an einer vollkommen willkürlichen Setzung, die die Amerikaner mal vorgenommen haben, dass die Saudis unsere Freunde sind und die Iraner unsere Feinde. Ja, das machen sich da keine Sorgen. So, lernen, das ist mein wichtigster Punkt. Zu Frau Giraud nochmal. Ich finde, wir sollten unser eigenes Lernen sehr, sehr ernst nehmen, sowohl uns konzentrieren, wie auch nicht vorschnell die Geduld verlieren. Deutsch-französisches Verhältnis, Sie reden von Hollande war Pudel und so, das finde ich ganz falsch. In diesen drei Krisen, die wir jetzt erlebt haben, hat Deutschland und Frankreich am Ende ziemlich gut zusammengearbeitet. Also der dritten noch nicht, bei den ersten beiden. Und zwar ist es gelungen, eine für Europa sehr überraschende Aggression von Putin in einem bestimmten Punkt abzuwürgen. Es gab eine europäische Einigkeit und es gab der Hollande war sehr wichtig dabei, als mit Putin. So, das ist ein ganz, ja, man muss die starken Sachen, die Europa machen, und die Gemeinsamkeit von Frankreich und Deutschland muss man ernst nehmen. Genauso hat es einen Konflikt gegeben, einen Zielkonflikt zwischen Deutschland und Frankreich in der Griechenlandfrage, bei der Griechenlandrettung. So, und da haben sie am Ende sich zusammen, die Franzosen waren am Ende geschickter und haben die Deutschen am Nasenring durch die Manege gezogen, auch gut. Aber das ist jedenfalls auch das gelungen. So, und jetzt haben wir 15 verdammte Wochen mit einem für uns neu erscheinenden historischen Problem oder Herausforderung oder Chance. Und da haben wir uns noch nicht geeinigt. Ach, das ist ja, ist das schlimm? Wir fangen gerade erst an zu lernen. Und die Franzosen werden lernen, dass das, was sie jetzt erleben, nur ein Vorschein ist. Als nächstes, wenn im Mittleren Osten oder in Nordafrika ein Staat wieder fällt, dann wird es wahrscheinlich Algerien sein. Und das hat wieder eine ganz andere Dimension. Auch da werden sie sehr viel Fantasie haben müssen, um dann zu lernen. Und wir in Deutschland, wir lernen jetzt auch was Neues. Wir bilden uns was ein auf unsere relativ erfolgreiche Integration der Muslime hier. Ja, aber das waren die Türken, das waren die leichteren Muslime. Jetzt werden wir lernen, wo es ein bisschen schwieriger wird. Da werden wir von den Franzosen und mit den Franzosen lernen. Das sind alles Schritte. Und Deutschland lernt gerade auch das mit Griechenland. Ja, Deutschland lernt gerade, Vormacht zu sein, auch mal Vormacht, die auch mal ein paar Monate ohnmächtig ist, das gibt's auch mal. Aber dieses Vormachtsein und dieses Führen war uns mal eingeboren, haben wir uns abgewöhnt, das müssen wir neu lernen. Auch da, wir sind noch nicht so lange in der Position, also da ein bisschen Geduld, ein bisschen ernsthafteres Lernen und nicht immer sagen, ist schon gescheitert. Ja, also ich würde jetzt gerne auf diesen Aspekt leichtere Muslime und schwerere Muslime eingehen. Das finde ich heiter, das werde ich sicher mitnehmen und in mir bewegen. Aber jetzt vielleicht doch zu den Fragen aus dem Raum. Beziehungsweise ein Aspekt, ich finde das auch sehr, sehr sinnvoll. Ich finde es nicht nur sinnvoll, ich finde es absolut wichtig, die Flüchtlingsdebatte nicht mit der Terrorismusdebatte zu vermischen. Aber ich glaube, dass wir die Flüchtlingsfrage für uns nicht bearbeiten können oder sollten, indem wir ausschließlich darauf schauen, was für eine Chance das für uns glücklicherweise darstellt, sondern dass es nichtsdestoweniger dass es das Wichtigste sein sollte, die Fluchtursachen auch anzugehen. Deswegen glaube ich nicht, dass unser Nachdenken darüber, wie wir mit Flüchtlingen hier umgehen,
oder Integrationsfragen bearbeiten, sich unbedingt davon trennen lassen muss, was wir jetzt außenpolitisch insgesamt tun. Und das trifft natürlich nicht nur für den Nahen Osten, sondern auch für andere Regionen zu, aus denen Flüchtlinge zu uns kommen. Die Frage bezüglich des Tributes, den wir ISIS zahlen sollten, das geht, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so in Richtung koloniales Unrecht wieder gut machen, was einerseits nie schaden kann, aber andererseits sollte man sich gerade bei ISIS natürlich den Namen oder ihre Abkürzung nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist hier ja kein kolonial gezogenes Grenzkonstrukt, das sie hier wieder aufhebt, was sich allein schon an dieser Benennung Islamischer Staat in Syrien und im Irak oder im Irak und der Levante vielmehr widerspiegelt. Das hat es als Einheit vorher nicht gegeben. ISIS denkt sich jetzt dieses Gebiet als ihres aus, weil sie das gewinnen konnten oder hierüber Macht ausüben. Da wird kein historisches Unrecht wieder aufgehoben, indem sie sich dort breit machen oder gar so verhalten. Vielmehr verhalten sie sich so, wie Kolonialmächte in ihrer schlimmsten Form sich einfach verhalten. Es sind sehr viele Ausländer dabei, die sich Dinge herausnehmen, die einem Zustand der Rechtslosigkeit und Ungerechtigkeit entsprechen, die Kolonialmächte in ihrer schlimmsten Form genauso ausüben. Deswegen denke ich, dass wir diese Debatte in dieser Form sowieso nicht führen können, weil wir es hier mit einer Macht zu tun haben, die sich gegenüber der lokalen Bevölkerung so verhält. Aber also gerade bei Tributen, das findet ISIS auch gut. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass bei der Wertschöpfung, die ISIS so hat, die Finanzquellen, nicht nur das Öl oder die Antiquitäten, um die es immer geht, wichtig ist, sondern ein ganz interessanter Mechanismus für ISIS waren genau Tribute, dass sie eben in ihrem Gebiet geschaut haben, wen definieren sie als ungläubig, das sind oftmals Sunniten, die sich aber nicht genau so verhalten, wie ISIS es gerne hätte, und denen wurden dann so Ablasskärtchen verkauft, ganz im Stile der Kirche in früheren Jahrhunderten hier. Und als ISIS das Geld dann knapp wurde, hieß es, ja, diese Ablasskärtchen, mit denen ihr euch freigekauft habt, mit denen wir sozusagen bestätigt haben gegen viel Geld, dass ihr doch keine Ungläubigen sind, die sind jetzt ausgelaufen, die könnt ihr erneuern, aber es ist diesmal doppelt so teuer. Also wenn wir auf diese Tributzahlung eingehen wollten, dann hätte das natürlich eine perpetuierende Wertschöpfung für ISIS auch zur Folge. Deswegen ist es auch aus diesem Grunde natürlich völlig indiskutabel. Ein letzter Punkt bezüglich auch dessen, wie beendet man das Ganze unter Kritik oder Nichtkritik an Luftangriffen der Koalition Frankreichs, Russlands. Natürlich ist äußerst strittig, wie weit man mit Luftangriffen kommt, aber das Wichtigste für viele Syrer oder Iraker wäre, die Luftangriffe, die es gibt, zu beenden. Und zwar nicht die der Koalition im Wesentlichen, sondern im Wesentlichen die sehr massiven des Assad-Regimes, die jetzt nochmal gekrönt werden durch die noch massiveren der Russen, genau auf diejenigen, die definitiv nicht ISIS sind, die eben hier zwischen die Blöcke geraten, weil sie gewagt haben, sich aufzulehnen und weiterhin ihren Kampf für Rechte und Freiheit führen. Also dementsprechend wäre die Flugverbotszone, die leider völlig unrealistisch geworden ist seit der russischen Intervention, sozusagen der erste Schritt, nicht mehr Luftangriffe auf die eine Seite, sondern erstmal die, die es auf die anderen gibt, runterfahren. Vielen Dank. Als Letzter in der Runde Jens Althoff. Ja, also nach meiner Beobachtung kann man ja gerade wirklich feststellen, dass auch am Beispiel Deutschland und Frankreich beide in sehr starker Form von der nationalen Wahrnehmung, den nationalen Problemen und Prioritäten geprägt sind, aber beide zunehmend die Erfahrung machen, dass man es nicht mehr national lösen kann, dass die nationalen Handlungsspielräume dafür nicht ausreichen. Das ist ja das, was man auch gerade merkt bei Hollande, der versucht jetzt im Alleingang da eine ganze Allianz zu zimmern, eine fragwürdige ja auch, bis hin hier die Diskussion, die ja auch sehr stark ist in Frankreich, dass jetzt tatsächlich Russland der neue wichtigste strategische Partner plötzlich sein sollte in dem Zusammenhang. Und da gibt es tatsächlich eine relativ starke Diskussion, was ja genau diesen sehr wichtigen Punkt der gemeinsamen europäischen Außensicherheitspolitik gegenüber Russland konterkarieren würde. Deutschland ist sehr beschäftigt mit der Flüchtlingsfrage. Man vergisst auch manchmal, dass natürlich Italien auch mit der Frage sehr lange alleingelassen wurde. Aber was ist aus meiner Sicht der Punkt? Die Frage ist, diese Krise, kann es wirklich eine Chance sein und ein Katalysator, oder ist es vielleicht doch dann auch wieder eine große Gefahr? Also die Frage ist für mich noch offen, gerade wenn man sich auch das
anschaut mit der Frage, wird es wirklich dann gelingen und ist es die Chance zu sehen, dass man eigentlich nur mit einer gemeinsamen europäischen Lösung, indem man das große Gewicht Europas da wirklich zum Einsatz bringt, und zwar gerade auch in politischer Hinsicht das Gewicht Europas auch in der Region einsetzen kann. Ist es das? Oder ist das, was ja gerade sehr stark stattfindet, natürlich auch ein sehr gefährlicher Nährboden für all jene von AfD bis zum Front National, die suggerieren, es ist der Rückzug wieder zurück zum Nationalen, es ist zurück zu den Grenzen, und das wäre irgendeine Form von Problemlösung. Vielen Dank. Zwei kleine Schlussbemerkungen noch von mir. Ich würde gerne kurz noch den Begriff der Handlungsfähigkeit aufgreifen. Das wäre ein schlimmes Missverständnis, dass ich einen Gegensatz konstruieren würde zwischen einem multireligiösen, multikulturellen und einem politisch handlungsfähigen Europa. Das Problem ist nur, Handlungsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit Europas, das zeigt sich nur in allen Krisen der letzten Jahre, heißt nicht Gleichschritt. Wenn wir die Vorstellung haben, dass alle 28 sozusagen im Gleichschritt laufen müssen, dann verheddern wir uns. Also wir müssen eine Form finden, handlungsfähig zu werden, ohne dass alle genau der gleichen Meinung sind. Das kann bedeuten, dass wir zu bestimmten Fragen Coalitions of the Willing bilden innerhalb der Europäischen Union, dass also die Staaten vorangehen, die gemeinsame Interessen, Auffassungen, Ziele verfolgen. Das kann gerade in der Flüchtlingspolitik jetzt der richtige Schritt sein. Nicht darauf zu bestehen, dass es eine Lösung gibt für alle, die von allen gleichermaßen dann geteilt werden muss. Das kann auch außenpolitisch der Fall sein. Gemeinsame europäische Außenpolitik wird in der Regel nicht eine Außenpolitik von allen 28 sein, sondern von den Staaten, die sich darauf sagen, verständigen. Auf jeden Fall bedeutet es nicht, dass das Modell Deutschland dann von ganz Europa übernommen wird. Das bedeutet es in keiner Frage. Ja, wir sagen ja immer gerne, wir wollen kein deutsches Europa, wir wollen europäisches Deutschland, aber wenn es dann zum Schwur kommt, dann sind wir eigentlich der Auffassung, dass es alle so machen müssen wie wir. Und das haut nicht hin. Ja, also was europäische Gemeinsamkeit ist, das muss ausgehandelt werden, und das dauert leider lange. Und das kann auch mal in Konflikt geraten zu dem Handlungsdruck, möglichst schnell agieren zu müssen, und dann müssen das eben diejenigen tun, die einer seiner gemeinsamen Politik folgen. Und das Zweite, je diverser wir werden, je vielfältiger wir werden, desto mehr stellt sich die Frage nach der Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit, die diese Verschiedenheit zusammenhält und die überhaupt erst so etwas wie eine gemeinsame Handlungsfähigkeit stiftet. Und das ist die Frage nach den gemeinsamen Interessen und Werten. Und da kommt es nicht nur auf Selbstkritik an, ich teile das sehr, dass diese Krise, diese Herausforderung auch eine Chance für uns ist, bestimmte Traditionen und Politiken nochmal von Grund auf den Prüfstein zu stellen. Es kommt auch auf Selbstbewusstsein an. Und wir brauchen beides, sagen europäische Selbstkritik und europäisches Selbstbewusstsein, dass es tatsächlich Tradition und Werte gibt, die es wert sind, verteidigt zu werden. Und die wir auch mit Selbstbewusstsein international vertreten können. Wenn wir das nicht tun, werden wir weder mit unseren Nachbarn zusammenfinden, noch werden wir unsere eigene Bevölkerung für einen solchen Weg gewinnen. Deshalb würde ich mir beides wünschen, europäische Selbstkritik und europäisches Selbstbewusstsein. Vielen Dank an Sie, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auf dem Podium. Ich glaube, niemand hat heute abschließende Antworten erwartet, aber vielleicht sind wir doch mit ein paar klugen Fragen ein bisschen weitergekommen in Verständnis, dass es um sehr komplexe Probleme geht, für die es keine simplen Antworten gibt. Vielen Dank.